Alles schon an? Viele schreiben, es hängt noch. So, auf jeden Fall, man sieht schon, jetzt wird erstmal gleich gezockt. ich musste eben kurz warten, weil Stefan noch unten irgendwas einstellen muss. Hi. So, jetzt hier kommt doch schon Stefan. Nee, man sieht nichts, im Stream sieht man auch nichts. Hey, doch, die schreiben schon alle mit mir. Die sagen auch, hi John. Ach so. Ist schon an. Guck, warte, schreib mal, ob es an ist oder aus. Ne, wirklich, das mache ich immer so, wenn... Ist gut, alles klar. Geworden. So, hallo. Wir machen heute einen etwas anderen Stream als gewohnt, wie man es auch schon lesen kann, konnte. Wir versuchen mal eine Art Gaming-Stream zu machen. Grund dafür ist eigentlich, weil John jeden Tag bestimmt über Instagram 20 bis 40 Anfragen bekommt. Und dabei trinke ich diesen Food City. Und wir haben uns gedacht, dass wir heute mal mit den Leuten, die wollen und mit den Leuten, die rankommen, Fortnite spielen. Da ich dieses Spiel überhaupt nicht kann, habe ich aber mich entschieden, einmal mitzuspielen. Alles Gute zum Geburtstag. Da hat jemand geschrieben, dass er Geburtstag hat. Ich habe den. So, stellen wir schon mal auf, dass die Lobby voll wird, okay? Du kannst schon nach unten gehen, rein theoretisch. Aber ich frage mich, ist der Ton. Der Ton ist weg. Ich höre nichts. Ist er wieder eingestellt? Immer noch nicht. Irgendwas läuft hier. Nee, das ist ja logisch. Wir müssen jetzt nicht herumzwitschen. Ach so. Ach so, ja. Ich dachte schon, das wäre so eine Panne. Wie man sieht, ich habe noch nicht so viel gespielt. In Fortnite bin ich Level 30, aber geh du schon noch mal nach unten. Ich lasse ein paar Leute jetzt rein, okay? Gut. So. Privat. Ja, dann kannst du gleich den ersten nehmen. So, ich weiß ja nicht, wie viele gerade rein können. Ich warte eben. Boah, schluck auf. So. Ich lasse jetzt gleich die ersten rein, wenn Stefan unten ist. Ihr müsst eigentlich nur beitreten. Unsere Namen seht ihr ja. Wir warten jetzt einfach, bis die Lobby voll ist. Ich glaube, hier wird es nicht so schnell gehen, aber ist jetzt öffentlich. Jetzt könnt ihr beitreten. Na, Stefan. Noch ist niemand rein. Doch, jetzt. Hallo. Hallo. Stefan, was geht? Ja, jetzt sind alle da. Das geht. Ja, alles gut. Stefan, bist du? Stefan? Ja. So, alles gut. Ich habe sogar auch ein bisschen mit Stefan schon eingespielt, aber wir können anfangen, oder? John? Ja. Erinnerst du dich noch an mich? Ich war zwei Tage vor Weihnachten, weiter auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ich kann mich. Irgendwas war da. Ja, da habt ihr auf mich gewartet, weil ihr euch geschrieben habt. Achso, ja, weiß ich wieder. Stefan, mach mal bereit an. Hallo? Ja, ich bin bereit. Dreieck. Dieses Dreieck oben. Hier ist ein anderes Bild bei mir. Was ist denn da? Levelaufstieg, Levelpass. Ja, drück Kreis. Geht nicht. Ich muss es. Ich komm eben runter. Ich bin gleich wieder da, ne? Oh, Stefan. Stefan ist zu blöd. Komm her. Ja, ich bin jetzt hier unten, man sieht mich nicht, ich komm gleich wieder hoch. Ja. Ich bin wieder da. Spielst du jetzt oder spielst du Stefan? Wir spielen beide. Also Stefan ist mit seinem Account drin. Ja. Jetzt hat es
alle noch hier am Hai schreien. Ich soll den Lautsprecher etwas runterdrehen. Simone, geh du mit, wenn es geht. Welche Richtung? Wie macht man leiser? In welche Richtung du willst du drehen? Weiß ich nicht, Maxer vielleicht. Ja, ich habe leiser gemacht. Ja? Komm, gehen wir nach, keine Ahnung, gehen wir nach Lazy, okay? Wohin? Da vorne. Denn dass wir den Namen nicht weiß, ist klar. Also, geh einfach mal zurück. Ja, nee. Na okay, Stefan hat doch kaum was gemacht. Der spielt eigentlich so gut wie gar kein Fortnite. Ja. Ich bin auch gleich näher, dass ich kein Fortnite spielen werde. Jetzt geht's los mit den ganzen Anfragen hier, ey. Ja, wir packen gleich noch ein paar andere rein. So. Ich war in dieser Welt noch nie. Oha. Kleiner Beitrag für die Familienkasse Geldsack. Was ist denn? Ja, da steht ein Name drüber und du kannst die sehen. Also, wo die Namen drüber stehen. Ach so. Ja. Ja, ich loot noch. Ich habe nur eine Waffe bis jetzt. Was ist denn hier los? Unser Bett ist schon tot. Ach, scheiße. Wer ist tot? Unser Mate hier. Ja, können wir den noch zurückholen? Ja, ne? Ja, aber ich muss jetzt mal gucken. Einen noch? Hab einen. Hallo? Hallo? Was geht? Einen habe ich. Der zweite ist hier. Die eine brauchst du jetzt meine Nummer oder? Dann probier ich die Mädchen. Wo sind die denn alle? Guck mal, auf dem Dach ist das die Mädchen. One shot? Ich hab die Karten. Hab ihn. Wir brauchen die Karten. Warte, von welchem habe ich jetzt die Karte aufgehoben? Ey, ich bin so scheiße im Bauen, ey. Es lebt da, alle leben. Oh, danke schön. Hä, irgendwo ist hier noch eine Karte. Stefan? Hier, Stefan. Hier liegen. Ich habe schon eine Karte auf. Okay, dann habe ich die von Stefan schon aufgehoben. Stefan lebt noch. Was? Ja, wieder. Ja. Ah, ja. Ich habe Stefan wieder aufgehoben. Hier, Stefan, nimm dir diese Bandage hier. Nimm dir die Bandage. Ich kann das nicht. Siehst du die Bandage? Sammel die mal auf. Nee, hier. Mach mir die Bandagen. Ja. Ich die Waffen. Der ist schon im Senior-Modus. Der war. Na, ich habe noch gar keinen. Ich hatte vorhin noch richtig viele. Warte. Nein, ich hole erst. Nein. Ich hole dich gleich hier. Wo ist der denn? Da. Da oben, der baut da oben. Ja, der baut die ganze Zeit nach. Finish mal den Gegner da unten. Ja. Ich habe kaum noch Muni. Der pusht.
Der ist so gut, ich glaube, der kann ja, ich weiß, wo ist er denn? Ich sehe den nicht. Ey Mann, ich glaube, ich musste diesen Controller wechseln. Ich habe davor mit dem gespielt. Komm, also wir gehen jetzt in die Lobby und spielen noch eine Runde mit anderen zwei. Also wir machen immer, ich wechsle immer nach einer Runde. Ist das okay? Ja, ist ja auch klar. Kannst du vielleicht später nochmal kreativ oder so? Ja, würde gehen. Ja. Ich bin tot. Wie lange du es auch nicht in echt bist. Also, ich spiele jetzt mit drei weiteren gleich. So. Hey, John. Hey. So, dann, ich hab dir ein Ding. Ich hab die Anfrage über PlayStation geschickt. Das würde nichts helfen, die anzunehmen, weil wir auch so spielen könnten. Ich spiele jetzt noch mit neuen Leuten. Also, ich hole euch eben aus der Party raus und lasse. Okay, tschüss. Hallo? So, jetzt können drei neue rein. Hey, warum gehst du noch mal rein, hä? So, wenn ich den Chat gleich mal wieder laufen sehen kann, dann werde ich auch vielleicht was beantworten, was da steht, damit ich auch eine kleine Funktion habe hier wenigstens. Also mal hier nur ein Esel. Ja, der trollt ein bisschen. Ich stelle jetzt einfach ein, dass er gar nicht mehr reinkommen kann, wenn er das nochmal macht. Jetzt hör mal kurz auf zu trollen, okay? Tut mir leid, aber ich entferne dich jetzt. So, Marcel von der Pütten. Ich kann nur sagen, uns geht's sehr gut. Auch wenn heute hier in Bremen absolutes Regenwetter ist. Den Heidepark vermissen wir sehr. Der sollte eigentlich ja auch schon nach Gerüchten in den nächsten Tagen so langsam wieder aufmachen. Aber jetzt habe ich gehört... Nehmen wir ein paar Freundschaftsanfragen an, okay? Dass das noch ein bisschen länger dauert, bis der wieder aufmacht. Da ich. Okay. Streamt ihr mit Delay? Was heißt das denn schon wieder? Ja, gute Frage. Da darf man mich nicht fragen. Es kann sein, dass man hier einfach doppelt hört. Wir wurden gerade 2 Euro gespendet. Herzlichen Dank an BCDE Jeko 1982. Ach so, ich weiß sogar, wer das ist. Ja, weißt du, ich blockiere. Der schon seit fast 70 Tagen durch Deutschland fährt auf YouTube. Verzögerung heißt das, ja genau. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das Ganze haben wir hier auch dem Basti zu verdanken, dass es überhaupt funktioniert. Ich kann hier nur blöd vorsitzen und Fragen beantworten. Ich mache jetzt ein bisschen... Nee, das bin ich am 6. erst gesagt mit dem Heidepark. Ich habe gerade heute vom Heidepark eine Nachricht gelesen, dass es sich weiter verschieben wird. So, wo kann man annehmen hier? Ich nehme euch jetzt alle an, okay? Freunde, wo geht ich? Ich habe 209. Bevor jetzt hier 1000 Fragen kommen, ob wir dies und das noch spielen noch machen können. Wir spielen sonst noch in GTA noch, danach gleich. Hatten wir uns so gedacht, erst mal ein bisschen Fortnite und dann vielleicht ein bisschen GTA. Und wenn das gewünscht wird und gut ankommt, dann machen wir sowas auch mal öfters. Dann können wir auch mal mit seiner Switch spielen hier, oder? Mann, das ist so überfordert, ich kann nichts mehr annehmen, das geht nicht. Und von Tobias haben wir gerade 1 Euro erhalten, herzlichen Dank. Nochmal an der Stelle, es ist nett, wenn ihr spendet, aber wir machen das ja nicht deshalb, um Spenden zu kriegen. Das ist reines Hobby und macht uns ja Spaß. So, Merch,
Da haben wir auch schon mehrere Anfragen bekommen. Ich weiß erstens gar nicht, was wir da machen sollten, wenn wir Merch machen. Dann weiß ich nicht, was ich darauf schreiben sollte. Na, ich meine halt, wir haben also... Und wir haben auch noch eigentlich viel zu wenig... Ja, da würde es sich nicht lohnen, dafür auch noch was... Ja, es stimmt, GTA ist ab 18, aber ich habe es auf YouTube schon mehrmals gesehen und es scheint trotz alledem zu funktionieren, also dass man nicht gesperrt wird. Wir versuchen das nachher vielleicht mal. Mal gucken. Nehmen wir euch jetzt alle an. Wann spielt denn jemand mal eigentlich? Hi. Ja. Hi. Ich glaube, das ist zu laut hier, ne? Nein, dann höre ich nichts mehr. Dann spiele ich auch nicht. Dann macht es keinen Spaß, wenn ich nicht mehr kann. Ja gut, dann kann ich nicht. Hä, was bringt mir denn ohne Ton zu spielen? Das ist ein Quatsch. Oh mein Gott. Wann machst du Sport, fragt hier jemand. Ja, Fingersport. Stefan, was ist dein Lieblingsbier? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich so wählen könnte, würde ich ein Pale Ale, das ist so eine Craft-Bier-Sorte, im Moment bevorzugen. Aber generell hier in Deutschland trinke ich sehr gerne ein helles. Sonst können wir anfangen zu spielen. Was gibt's denn da zu lachen? 52 bin ich. Da fragt nämlich jemand, wie alt ich bin. Und zwar der Rambo. Und Janek Gensheimer fragt, wie geht's euch? Mir geht's gut. Uns geht's hervorragend an diesem schönen langen Mai-Wochenende. Das Wetter könnte natürlich ein bisschen besser sein, aber Sonntag soll es ja besser werden. Warum redet denn? Robin und Tim, ich kann hier nichts annehmen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich glaube, John ist auch schon hier am Limit, oder? Wir machen ja mehrere Runden. Ja, ich kann halt auch gerade nichts über PlayStation an. Keine Ahnung, das ist gerade so überlastet. Sie hat doch selber ganz Zeit Freundschaftsanfrage erhalten. Was wir noch so vorhaben, ja, erstmal warten wir auf besseres Wetter. Morgen ist ja erstmal Samstag. Ja, was haben wir vor? Wir bleiben, soweit es geht, zu Hause und vielleicht machen wir noch eine Fahrradtour, wenn das Wetter gut wird oder irgendwas. Das entscheiden wir morgen alles spontan. Und Rikos. Er irgendwas sagt, er mag unsere Heidepark-Vlogs sehr. Heideblag. Die gefallen uns auch sehr gut und wir machen auch das sehr gerne. Aber dieses Jahr müssen wir uns leider wohl, wie es aussieht, auf andere Themen spezialisieren erstmal. Jetzt an alle die Freundschaftsanfragen schicken. Ich werde sie nicht annehmen, weil es gerade nicht geht. Uwe Beckmann hat uns 2 Euro gespendet. Kriege ich auch meine Uhr hier gerade auf der Apple Watch. Ja, Zauberei. Ja, jetzt machen wir den. Zauberei. Ja? Dankeschön dafür. Was war das eben für eine Frage? Vincent hat morgen Geburtstag. Also, man darf ja nicht vorher gratulieren. Achso, da sieht man das. Als nächstes kommt noch ein Stream. Power. Bitte spendet nicht so viel. Also Janek hat 3,50 Euro gespendet, herzlichen Dank. Also, wofür eigentlich? Wir haben ja gar nichts gemacht und ich schon gar nicht. Was? Und X-Power 940 hat 2 Euro gespendet, Tobias so, 1 Stefan. Euro. Ist danke sagen, danke jetzt muss ich mich konzentrieren. Oha. Hallo? Wir gehen jetzt zu Pleasant Park, ne? Oder wie das heißt, oder? Okay. Okay. Oh. John, du musst auf Epic alle annehmen, steht hier. Das funktioniert ja? Nicht, das ist überlastet. Ich sag's doch die ganze Zeit. Nein. Alter Mensch. Ich darf auch reden. Ich muss mal ehrlich sagen, ich kann ja was sagen zu dem Spiel. Es ist ein bisschen langweilig für die vielleicht nur zugucken. Ja, ich halt auch nicht mehr so viel von dem Spiel. Hat früher mal richtig gebockt. Ich finde das eigentlich ganz gut, die Idee. Also die Idee von dem Spiel finde ich super. Dass man das ist ja nicht mal von dem Spiel gemacht, das ist ja kopiert. Ist ja egal. Auf jeden Fall finde ich es echt gut, dass man da so überleben muss. Ja. Was mich ein bisschen stört, sind diese Tänze und... Das einzig Gute in Fortnite, das rette die Welt. Naja. Ich habe einen. 630 Zuschauer haben wir. Was? Ja, als wahrscheinlich... Keine Ahnung. Wie findest du Bitburger oder Urpilz? Was? Fragt Marc anonym. Junge, das war meine Kiste, warum ist das wieder Durst auf Bier. Bitburger mag ich sehr gerne. Urpilz kenne ich überhaupt gar nicht. Oh, danke. Also, du kannst auch was behalten. Ich meine nur nicht, dass du... Ich gehe da hin und du nimmst sofort alles weg, außer eine Waffe. Interessiert ja, euch das nicht, dass viele eure Adresse kennen? Ja, das wissen wir. Ich finde es nicht so schlimm, weil ich davon ausgehe, dass wir keinen Content verbreiten, wo wir Leute mit verärgern. Ja, okay, wir sind ein Meme. Ach Gott, ist das doch egal. Lotto spiele ich nicht.
Und KXV wohnt auch in Bremen. Dann mal viele Grüße in die Nachbarschaft vielleicht. Lipton Jalolay. Das ist Lipton. Ob ich ihn noch kenne? Nein, im Augenblick jetzt nicht von dem Namen her. Grüße aus Bremen-Fahr. Ach cool, ja, Grüße zurück an NOXX. Ich habe gerade die ganze Zeit in den Runden, wo ich mit Stefan gespielt habe, so viele Kills gemacht, jetzt mache ich gar keinen. John, was ist dein Lieblingsessen, wird hier gefragt. Meins wäre Pasteten. Mach ich total gerne. Ja, sehr witzig, da können wir gleich mal... Was ist denn? Nee. Sag doch. Alles gut. Sag es doch. Lukas Singer, wir wünschen deinem Papa für morgen alles Gute. Kommt ihr zum Teammate? Also, wer tut das? Ah, so ist gut, ist egal. Boah. Grüße aus Afghanistan, oha, wirklich? Dann viele Grüße zurück, wenn es stimmt. Was sind Pasteten? Da haben wir schon mal ein Video drüber gemacht. Auch bei Simone auf ihrem Kanal gibt es darüber ein Video. Das sind so Blätterteig. So Blätterteigtöpfe, sag ich mal, mit so einem Deckel drauf auf Blätterteig. Und da ist so ein Fleischragout drin. Das essen wir eigentlich immer nur zu Weihnachten. Aber wir haben es jetzt auch mal aus Corona-Gründen, weil wir so viel zu Hause waren, auch mal außerhalb der Reihe gemacht. Grüße aus OHZ. Oder ist auch nicht weit weg. Von Lil Boomerang. Grüße zurück. Osterholz Scharnbeck auch. Was macht ihr heute noch? Spielen. Erstmal diesen Stream hier. Scheiße. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Morgen heißt auch der PS4. Nee, nicht PS4. Hör auf damit. Nur, ihr könnt gerne in Fortnite beitreten, aber PS4 bringt euch nichts. PS4 Grüße aus Stur. John, was spielst du denn sonst? Kann man dauernd spenden. Warte mal, ich muss hier auch reden. Sie wollen auch wissen. Was war die Frage? Was spielst du denn sonst? 5 Euro von Philipp. Ja, danke. Aber Stefan, ich. Oh, Mensch. Tut mir leid, Stefan, redet nicht. Spiel du da, ich mach ja, das hier mit. Ja, die wollen mich was fragen. Kapierst ach so, du? Entschuldigung, gut. Ja, was ist egal. Nee, so frag jetzt. Bitte. Ja, aber was spielst du denn sonst so? GTA, Rainbow Six Siege, dieses The Walking Dead Spiel mit, wo man entscheiden muss da, diese Sachen. Und was spiel ich eigentlich noch? Aktiv, sonst eigentlich nichts mehr. Danke für Philipp für 5 Euro. Das musst du auch nicht übertreiben. Kommt mal rein in Heli. Wie kann ich denn damit landen, ey? Viele Fans. Es gibt einen neuen Heli-Glitch. Wir streamen noch ziemlich lange, glaube ich. John hat vor, das lange auszuhalten. Komm doch raus. Wir sind gar nicht genervt. Obwohl das. Wie viele Kills habt ihr? Obwohl, lass doch unsere Teammate wiederbeleben. Lass unsere Teammate wiederbeleben. Ja, ich finde es ja total cool, dass man mal erfährt, wo ihr alle so herkommt. Warte, ich lande da. Ich habe noch gar keinen Kill, keine Ahnung. Ich bin nicht so gut. Ich habe 5. John ist 12 und ich bin 52. Wir haben alle beide die Apple Watch von der Serie Nummer 3. So, dann tschüss, ne? Ihr beide. Viel Spaß. Komm mit, komm. Also, es ist natürlich klar, es kommen hier so viele Chat-Sachen rein, ich kann nicht alles beantworten. Ja, es wäre auch mal ganz kurz eine Pause. Ich muss mich aufs Spiel konzentrieren zum letzten Mal. Du sollst dir so einen Kopfhörer aufsetzen, dass du... Ja, nee, dann leckt es anders. Oh Mann, warum schlägst du nicht ein? Ja, schon wieder sind da 2 Euro gespendet worden. Ja, danke. CCDE. Nochmal, Mensch, Dankeschön. Los geht's. Okay, mit Wald... Das ist ein Heavy Sniper, kann ich hier noch haben? Ich habe am 3. März geburt. Stefan, bitte, ich meine, okay, können wir kurz eine Pause machen mit dem Chat hier? Ich meine ja nichts so ungut, aber das ist irgendwie, weil wir es alle so leise stellen und die auch mit mir reden hier, kann ich nichts verstehen. Dann bringt es ja auch nichts, dass es ein Sprachschiff gibt. Den gibt es ja nicht umsonst. Ja? Ja? Was bin denn live gewesen? Hä? Wow. Ich habe reingeschrieben, ich bin Ding. Seid voll leise, weil ich kann das nicht so laut stellen. Nee, ich verstehe ihn auch nicht. Benni? Ja? Ja, ein bisschen. Ja. Will niemand die Minis haben? Wow. Brauch mich mal bitte ein.
hinter dir. Wie steigt man aus? Scheiße. Hier. Ach komm, komm, was schaffst du? Ich den Wein finde. Auch sehr lecker. Ach, scheiße. Seid ihr alle down? Was John, was schaffst du? Ich bin scheiße. Doch. Schade. Ist gestorben? Kann ich wieder Fragen beantworten. Sehr gut. Gut. Ich bin so schlecht, ey. John? Ja? Kannst du meine Freundschaftsanfrage annehmen? Wo denn? Ich hab dir eine über Fortnite geschickt, ja. Ja, muss ich später gucken, ich kann halt nichts annehmen. Das ist ja irgendwie alles so überlastet. Okay, ich nehme jetzt wieder neue Leute rein, okay? Okay, tschüss. Können wir später dann auch nochmal mit dir spielen? Ja, gerne. Mal schauen, ich weiß nicht, wie es klappt. Ich kann mir nicht alle Namen. Oder löscht du uns aus der FA? Ich lösche euch nicht, ich schmeiß euch nur aus der Gruppe raus und spiele mit anderen jetzt. Also ich kick euch nicht aus der FA, ne. Von Twitch, achso, das Ganze läuft ja auch auf Twitch übrigens gerade und da hat auch gerade jemand gegrüßt, aber schon wieder weg. Mama Boy, herzlichen Dank. Ich kann nur sagen, danke, das ist schon viel zu viel, was hier reinkommt. Es ist nicht beabsichtigt, aber trotzdem herzlichen Dank natürlich. Und ja, Feldteams mag ich auch ganz gerne. Ich hole mir jetzt mal ein Bier, glaube ich. Das kriegt durch, weil alle hier nach Bier fragen. So, dann tschüss, ne? Na, ich geh ja gleich. Na, ich meine nicht dich. Okay, du kannst auch gern gehen. Das wär bestens, Mann. Dann kann ich gleich GTA anmachen und Sachen machen, die ich nicht soll. So, ihr könnt jetzt alle reinkommen. Cooler Vater, na, so cool ist das auch nicht. Was glaubt ihr, wie lange wir an diesem einen Spiel hier geübt haben? Und trotzdem war ich schlecht. Wie viele Viewer habt ihr auf YouTube? Views, mal, ey Mann, du sollst mal, du musst mal, glaube ich, so Englischsprache lernen, Mann. Echter Allmann, muss man das nicht so gut können. Ich hole mir erstmal was zu trinken, dann kannst du das mal hier weitermachen. Bings, wir haben schon gespielt. Ja. Nein, lass das mal lieber sein, bitte. Die hat keinen Mann. Wenn du noch mal beitrittst, dann blocke ich dich, okay? Du warst schon. Ich möchte nicht, dass alle gleichmäßig spielen. Dauert ein bisschen, bis alle reinkommen, aber ich meine, ich sag's dir vernünftig. Gut. Ihr könnt jetzt alle reinkommen. Nee, weil das ist, ich meine, nicht so ungut. Ich möchte doch nicht so egoistisch dabei sein, weil halt, da finden vielleicht, dass die anderen blöd, warum darf der nochmal spielen? Keine Ahnung, ich hatte schon mal sowas ähnliches. Aber jetzt kommt einfach keiner rein. Also ich glaube, ich nehme noch ein paar FAs an. Ich versuch's. Mann, warum schickt die mir alle Einladungen? Ich kann nichts annehmen. Wie geht denn das? Ich habe keine Ahnung. Du musst Epic annehmen. Ich weiß, dass ich Epic annehmen muss, nur wo? Ich weiß nicht, was. Ich kann nichts sehen, weil hier die ganze Zeit irgendwie. Ich krieg die ganze Zeit Anfragen. Hier. Annehmen. Okay, aber nicht so viel reden. Aber ich muss ja auch ein bisschen Fragen beantworten. Ja, spielt ihr Minecraft generell oder heute, meinst du? Also ich spiel's generell nicht. John spielt's ab und zu mal mit Bauen und sowas. Ne? Ja, ich mach aber, ich finde Bock manchmal nur. Aber Stefan, ich meine, wenn ich jetzt hier einen Sprachchat hab, dann. Das hatten wir schon mal, das Ganze. Das ist ein bisschen, ja, sagen wir nicht nervig. Ich meine, okay, wir können den Chat lesen, nur du beantwortest die ganze Zeit. Die ganze Zeit, du machst nichts anderes. Was soll ich sonst machen? Na, dann trinke ich halt ein Bier jetzt. Ja. Okay. Ich nehme jetzt die ganze 72 an, bis jemand beitritt. Warum tritt keiner bei? Ich kriege die ganze Zeit Einladungen, aber keiner tritt mir bei. Jan Becker. Guter Nachname übrigens. Das läuft auch auf Twitch. Wie das Ganze geht, keine Ahnung. Komm doch rein, statt Einladungen zu schicken. Der Straßenbahn-Van SG hat 1 Euro gespendet. Vielen Dank dafür. Danke. Ach, ich konnte es alles nicht lesen so schnell. Da war mit dem Livestream irgendwas. Tut mir leid. Kann das auch langsamer stellen hier? Nee, ne? Das ist schon langsam wahrscheinlich. John war schon mal auf einem Werder Bremen Spiel, ja.
war gegen Berlin. Ich glaube, das ging 2-1 für Bremen aus. Nein, Berlin aus. War das nicht. War nicht Berlin? Nein, Berlin war da, als wir im Restaurant waren und die dann so rumgeschrien haben. Alter. Kommt jetzt keiner rein. Richtig, ich soll mich hier nicht rumkommandieren lassen, schreibt hier einer. Ich bin hier der Herr im Hause. Deshalb. Wie rumkommandieren? Von dem kleinen Pöps da. Ja, aber. Ich meine, okay, man muss das ja nicht. Ich meine halt. Ich habe hier einen Sprachchat und. Ja. Das, wenn jemand die ganze Zeit redet, versteht man nichts. Wenn das vor allem einer fragt, ist. Ob man mit uns Fortnite spielen kann. Das geht ja hier, glaube ich, gerade. Jetzt geht es, glaube ich, gerade nicht mehr rein, weil das alles voll ist. Nein, richtig? Ist es nicht voll. Es kommt keiner rein. Warum nicht? Ich denn das wissen. Also. John, du hast privat, steht da. Mm-mm. Öffentlich. Stimmt. Gruppenbeschränkung öffentlich. Ich kann einmal privat und wieder öffentlich machen. Vielleicht geht's dann. Hab nicht privat. Da sind wieder irgendwelche, die rumtrollen. Hatte ich schon. Jetzt ist ein Haken bei Pri. Ja, weil ich es ja auch gerade gemacht habe. Das macht mich, ich fühl mich schon richtig nervt. Ach, tut mir leid, ich kenne mich damit gar nicht aus. Ich dachte, John kann das hier. Ich mach das. Wenn man seinen Sohn überschätzt. Er sagt, du musst bei Epic wie alles annehmen. Sonst kann er da nie rein. Zum letzten Mal jetzt. Ich kann nichts mehr annehmen. Ich kann euch das gerne zeigen gleich. Das hängt dann. Und wenn er. Okay, ich würde am liebsten gar nicht mehr drauf eingehen. Kannst du nicht die jetzt eine Einladung geschickt haben? Ich gehe nicht bei denen rein, weil dann andere nicht rein können. Also erklär kurz, was die Leute machen müssen. Sie müssen mir beitreten. So einfach. So, und wo müssen sie beitreten? Wer heißt der Name? Geht da oben. Ich hab keinen Namen, das ist nicht meine Gruppe. Sie sollen einfach nur hier reinkommen. Irgendwas stimmt ja nicht, wenn keiner rein kann. Ich weiß, dass ich die Einladung ausstellen kann, aber dann kriege ich auch keine Benachrichtigung, wenn gerade jemand reinkommt oder so. Ich meine, okay, weil wirklich solche Leute hier, die ganze Zeit Spam, verstehe ich nicht. Die sitzen da gerade wahrscheinlich die ganze Zeit diese. Oldenburg, kennen wir natürlich. Viele Grüße nach Oldenburg auf jeden Fall. Die sagen, sie können nicht beitreten, wenn du die Freundschaftsanfrage nicht annimmst. Ja, ich kann ja auch nichts mehr annehmen, ey. Ach, gut, ich zeig's euch mal. Hier, wenn ich das eine ganze Zeit lang mache, bleibt's hängen. Ja, ich kann auch kaum noch was sehen, weil die hier alle am Schicken sind. Es sind zu viele Anfragen, aber versuch mal ein paar anzunehmen. Ja gut, warte, das geht jetzt bis... Ich meine die Flasche aus der Hand so lange. Ich will was trinken, aber okay. Mach es erstmal, jetzt ist es wichtiger. Okay. So, jetzt haben wir es. Jetzt nehmen wir erstmal alle Anfragen an. Gut, das guckt, jetzt hängt es wieder. Jetzt kann ich nicht. Ja, dann wartest du ein bisschen. Und ich mache derzeit hier ein paar Fragen beantworten, um das Ganze zu überbrücken. Wie schmeckt das Bier? Das schmeckt sehr gut. Das ist übrigens ein Franziskaner Helles, von dem ich eben schon sprach. Sonst soll ich schon alleine spielen. Ja, wenn das dann nicht. Versuch mal. Alleine spiele ich natürlich, spiel ich nein, eine Runde alleine. Jetzt mach doch bitte nur die Frage. Du sagst doch, ich soll alleine spielen. Hä, was willst du denn? John ist genau 1,50. Hallo, Johnny. Hey. Du weißt, ich kann dir 1 Million in GTA machen. In 15 Minuten. Ich nicht. Danke. Echt? Du sagst doch letztes Mal, du willst. Nein, ich bin kein Braumeister, ich bin ein Brauer. Und ein Braumeister. Was ist denn, John? Was soll denn? Hör mal auf damit. Was denn? Hä? Hallo? Hallo? So, jetzt sind alle voll. Jetzt ist Sprachchat dran. Gut. Hallo? Wenn es zu Ende ist, nehmen wir wieder neue Freundschaftsanfragen an und dann können wir natürlich nicht alles schaffen, ist ja klar. Ja, aber nicht über PlayStation schicken alle. Darf ich bitte was trinken? Den Rest.
coole viele Bierfragen hier, was ich über Kölsch denke. Wenn ich in Köln bin, mache ich das ganz gerne. Hier in Bremen gibt es auch mal in einigen Restaurants. Ich finde es ein bisschen dünn vom Geschmack her, aber ich finde diese kleinen Gläser so richtig cool, wenn man das draus trinkt. Warum ist jetzt so Gruppenkeile waren? Weil einer noch beigetreten ist. Ja, wann geht das? Oha, ich war so lang, ich war glaube ich sehr lange nicht mehr online. Ihr kannst mal bereit machen, bitte, Steve Wood. Na ja. Sachsengold. Nee, kenn ich nicht. Sicherlich eine leckere Biersorte. Ich bin hier doppelt. Bitte hier Video anhaben. Ach so, ja logisch. Sag mal, John, dass er die Foto-Fragen über PlayStation ausstellen kann. Kannst ausstellen, das weiß ich. Das habe ich auch schon einmal in diesem Stream gesagt. Aber wenn er nicht. Weil ich möchte nicht damit meine ganze PlayStation ausschalten. Wir müssen ja auch welche annehmen, wenn jetzt noch andere Mitspieler. Ja, also beispielsweise, wenn jemand fragt, ob er rein kann, meine ich. Andexer kann ich natürlich auch. Es kommt. Jetzt geht's los. Wir spielen Gruppenkeile. Sagt da jemand. Du bist gar nicht mehr in dem. Du bist in dem anderen. Ja, wir spielen Gruppenkeile. Ja, du musst gerade im roten. Weil wir zu 5 sind. Weil wir zu 5 sind. Hast du im roten Team musst du klicken. Jetzt sind wir zu 6. Ja. Also wird da oben zumindest angezeigt. Ja, dieses Rainbow Six Spiel hat John sich nicht runtergeladen, er hat das zum Geburtstag bekommen und bereits schon installiert. Fragt an, ob ich Bex kenne. Ja. Ach mein Schachbrett, was geht? Leon, wir haben jetzt diese Freundschaftsanfragenannahme kurz mal eben gestoppt und das macht John gleich, wenn das Spiel zu Ende ist, wieder weiter. Warum geht das denn nicht los hier? Ja, das dauert, so, weil die gerade nicht bereit gemacht jetzt haben. Habt ihr alle einen Mundschutz? Ja? Ja. Nein. Aber wir haben uns nicht so einen Mundschutz gekauft, den man hier so rummachen kann, sondern wir haben uns so ein Tuch geholt, John und ich. Und Simone hat einen richtigen Mundschutz. Chef. Was war das? Handwerker-Video, damit wir müssen erstmal handwerkern können, vernünftig. Aber machen wir bald. Wenn wir das renovieren, dann machen wir ein Video davon. Doch kann ich ja reden, noch ist ja nichts passiert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Gruppenkeile funktioniert. Ich glaube, man muss, jedes Team muss so viele töten wie möglich. Ja, wir haben am Anfang 125 Kills gewonnen. Mhm. Freizeitpark Efteling, hast du auch schon mal gehört? Check, jetzt hör mal bitte kurz auf, Stefan. Das... Gut, ich bin jetzt ruhig, solange wie das Spiel läuft. Solange wie John lebt, bin ich jetzt ruhig. Uejo, geh mal alle zu Lazy Lake. Hallo? Johnny. Hm? Hallo. Hallo. Willst du ein 2 gegen 2 in Rainbow Six Siege machen? Nein, danke. Echt? Ja, okay. Schade. Nee, ich spiele heute nicht mehr im Stream Rainbow Six Siege. Ja, nein, irgendein Mal. Wann du ja, willst. Irgendwann gerne. Weil ich glaube im Stream, ich hab's genug mit, ernsthaft, ich hab sonst. Also von insgesamt Rainbow Six habe ich eigentlich nur die alten Spiele gespielt. Ich weiß, wie alles funktioniert, ja, aber ich muss noch klarkommen, wie das auf PlayStation geht, weil ich habe es auf einer alten Xbox gespielt, die alten Spiele. Ja. Marin, der Stream geht auch ganz lange. Du meinst andere Spiele von Ubisoft oder was? Mhm. So. Ja, Zeit. Ich kann, also wie ich vorhin sagte, du wolltest doch einmal, dass ich dir 1 Million in GTA mache. Ich kann bis in 15 Minuten machen. Ist doch das immer. Sagtest du schon, das hast du mir schon gesagt. Ich brauche keine Million. Mal eben an alle, die gerade mitspielen. Ehrlich. Ihr müsst bitte den Ton von eurem Stream ausschalten. Weil die Leute sagen hier, sie hören alles doppelt und das tut in den Ohren weh. Die jetzt gerade mitspielen.
Ja, doch, hört ist mein Sohn natürlich. Ja. Na, ich höre euch. Gut. Ja, Achmed, das geht. Das geht. Ey, wie heißt denn YouTuber eigentlich auf YouTube? Den abonnieren. Wir machen ja auch demnächst wieder einen Stream ohne Gaming. Dann können wir auch wieder mehr auf die Fragen eingehen. Stefan, Sprachchat, warum hörst du nicht drauf? Jetzt hör mal auf jetzt. Warum? Ich möchte doch ganz normal hier nur spielen. Ich bin müde, das kannst du auch so machen. Ja gut, dann höre ich nichts. Tut mir leid, dass ich kann jetzt erstmal nicht mehr antworten. Hört sich an wie ein Lehrer. Ich muss auch aufs Klo. 12. Papa. John, wann hast du nochmal Geburtstag? Danke, 18. Viele Emotionen, 4. sehr viele Emotionen erlebe ich, vielleicht durchlebe ich hier bei diesem Stream. Warum? Naja, es war ja von vornherein klar, dass das ein bisschen durcheinander gehen wird, aber du kannst auch da ein bisschen hinhören, indem du mich überhörst und ich versuche ja auch, das zu machen. Der Mund ist genau neben mir, in normaler Lautstärke, der Mikrofon ist, was für Mikrofon ist, da hinten. Dann setz dir bitte deinen Kopfhörer auf. Dann kann ich nicht sprechen. Du musst eigentlich beim Spielen sprechen, verstehe ich schon wieder nicht. Wenn man sich da, beispielsweise wenn ich Hilfe brauche, soll ich denen sagen, dass ich Hilfe brauche, wenn die irgendwas wollen. Taktik! Ja, wozu ist dann der Schild da? Warum spielen wir nicht kreativ? Warum sollten wir es denn spielen? Ich meine kreativ, ich finde, macht Bock halt einfach nicht. Kein Alkohol will. Ja, hat echt recht. Hier kommt noch eine Frage rein, ob ich es okay finde, wenn John Spiele ab 18 zockt. Taschengeld raus. Und mal auf die Spiele drauf an, welche das sind. Und ich finde zum Beispiel jetzt GTA. Nein. Es war ab 18, aber ich finde es nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Also ich finde das. In der Hauptsache habe ich da eigentlich nichts gegen. Es kommt immer auf das Spiel drauf an. Wenn es also richtig brutales Spiel ist, sag ich mal. Dann würde ich das auch nicht gut finden, aber das macht er auch nicht. Also. Ist der Stream auf Twitch gestreamt? Auch, ja. Wie heißt du da? Bei Twitch weiß ich nicht, das haben wir nicht eingerichtet. Gute Frage. Ich glaube, Stefan und John heißen wir da. Lauerbaum 23. Trollt hier die ganze Zeit mit der Angel. Weil das Spaß macht. Heißt auf Twitch jetzt Lauerbaum 23 oder Steffen und Lauerbaum 23. Okay. Jetzt hört mal ernsthaft auf, sonst kicke ich euch gleich und blockiere euch. Oh nein. Wir waren schon im Phantasialand, im Europapark, im For Fun. Das war's auch schon im Heidepark. Und irgendwie noch was in Bayern gab es mal so einen kleinen Freizeitpark, wo wir auch immer waren. Hey, ich verwohne schon. Wo seid ihr eigentlich? In welcher Stadt? Agency. Achso. Agency, okay, ich komme. Ja, also wenn wir jetzt noch öfter so Gaming-Streams machen. Da müssen wir natürlich unsere Ausrüstung ein bisschen aufrüsten, das ist mir auch klar. Das ist aber jetzt so aus der Not heraus, haben wir es jetzt mit einer ziemlich alten Webcam gemacht. Und haben uns aber diese Streaming Capture Card da gekauft. Das wächst alles im Laufe der Zeit. Das ist auch nur ein Versuch jetzt erstmal. Und wenn das ganz gut läuft und das die Leute gut finden, dann können wir das meinetwegen ganz oft machen. Dann müssen wir aber vielleicht das auf einem anderen Kanal mal machen. Mal sehen, wie wir das dann hinkriegen. Weil wir eigentlich ja ein Kanal mit Vlogs sind. Efteling muss ich mir echt mal aufschreiben. Oder merke ich mir jetzt mal, dass... Hey Mann, ich raus da! Na, hör mal! Was ist denn da los? Ja, die Trollen. Dauerland waren wir auch schon mal. Natürlich. Da ist ja auch das Vorfall. Ich finde euch nicht auf Twitch. Das ist auch ein Scherz für Blauerbaum, Junge! Ernsthaft, jetzt aus welcher Sonderschule seid ihr denn ausgebrochen? Warum müsst ihr das machen, weil ihr die ganze Zeit hier? Warum trollt ihr? Was bringt euch das?
Niemand muss was machen. Ich finde deine Videos wirklich. Unser Park wollen wir dieses Jahr auch hin. Kenn ich auch schon, aber du kennst mich wahrscheinlich gar nicht. Erstmal geht's nicht. Wir sind auch schon länger auf der PS4 befreundet. Ja. Ich glaube, er kennt mich nicht mehr. John, du kennst mich doch. Ich bin doch in deiner Bahn gewesen. Habe ich dich gerufen. Du hast dich gewundert, wer ich bin. Du kennst doch Hallo, Park. Ich hab keine Ahnung. Und Adi kennst du auch. Ich kann dich sogar noch, als du deinen eigenen YouTube-Kanal hattest. Oh, so lange schon. Cool. Na, hör mal. Alles gelogen. Doch klar. Digga, ein 15er Hit. 15er Hit mit einer fucking Lisa-Kampf. Sorry für den Ausdruck. Ja, ey, was? Warum macht ihr das? Macht keinen Spaß mit dem Spiel. Ich meine das ernst jetzt, ich troll nicht. Du setzt die ganze Zeit irgendwelche Sachen vor mich, natürlich. Komm auf, mein Arm. Und dann bitte. Ey, da kommt ein Gegner. Hör mal, komm. John, wie geht's dir? Gut. Oh ja, ja. Hör mal, wer ist da jetzt schon? Da kommt ein Lama. Wie? Gar nicht mal. Wie ist sie geklebt? War ein Hacker, ganz klar. Jetzt lass mal mein Holz da liegen. Mein Wuden. In der Höhe, ja, genau da. Hier ist einer. Wie nennt man eine Kuh auf Murat? Murat. Murat, blablabla. Also, ja, wir kriegen noch einige Tipps, davon noch verbessern kann hier gerade. Dankeschön dafür schon mal. Im Vorfahren waren wir schon mal, mehrmals. Im letzten Jahr waren wir sogar da. Schon öfters. Wir fanden das ein super Park. Schön klein und gemütlich und richtig toll da. Schön Sonne genießen. Tür, warum kommt das ist herrlich, ne? Wow, da wurde einer direkt neben dem Hansapark, der Leon. Nicht schlecht. Was für eine Kamera habt ihr? Ne? Hört man uns im Stream, ja, oder? Ja. Oh, das ist geil. Ah! Na, hör mal, komm her. Wo ist eigentlich dieser andere Typ davon? Wer ist das denn hier? Das ist unser Bier, ja, das ist sehr lecker. Und wir auch im Osten das Bier. Und wenn wir da im Osten mal sind, dann schmeckt es noch besonders gut. Aber gibt es hier in Bremen auch zu kaufen. Muss man hier mit dem Rokaten-Launcher rumschießen? Kölsch mache ich auch, ja. Ich mache eigentlich fast jedes Bier, also ist nicht so, dass es. Malz. Nein! Es gibt so Malzbier, alkoholfrei. Nein, lass das mal. Ich hab das. Hier, nimm's dir. Stefan, hörst du mich? Ja. Ich wollte was. Ich habe heute einen guten. Ein Hebelinger musst du dir mal gönnen. Das ist echt Hebelinger? Gut, habe ich gehört. Ja. Hebelinger Pisse. Hebelinger Pisse, ja, genau. Das gehört nämlich nicht mehr zu unserer Brauerei zum Glück. Ich kenne das auch. Ich muss auch so lachen, die alle. Wer will ein bisschen Slurp und Co. Hier? Bau die Scheiße ab, danke. Wer wohl das wundert mich echt nicht, warum die noch nicht runtergeschossen wurden. Ich denke, ihr merkt das nicht, wenn ihr versucht mich What zu verarschen. Schon seit welcher Season spielst du mal Season 3, ne? Season 0. Ich habe schon gespielt, als nur Rette die Welt da war. Aber damals haben. Ich weiß noch, als wir damals einmal gespielt haben. Oh, und Phantasia dann schon mal, aber da hat er noch gar nicht gelebt. MacKetzer Bier? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist das was Bekanntes oder ist das wieder ein Wort, was man auf. Hier kommen ja 1000 Wörter rein auf Türkisch und dann glauben die, dass man das nicht weiß, dass das sowas ist. Das Wort kenne ich jetzt nicht. Jo, hör mal auf zu trollen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Im Moment spielt gerade John. Ich sitze ja hier und warte, dass das Spiel zu Ende ist. Was sagst du, John? Was sollen wir machen?
Wir sollten aufhören, die ganze Zeit versuchen, mich hier runterzuschießen. Das macht keinen Spaß. Ich höre nichts. Mann, hier schießt jemand mit seiner lauten Pump. Was hast du gedacht? Ja. Ah, hier ist ein Junge. Hamburger Dungeon waren wir auch schon. Total cool. Ich weiß, mit der Jahreskarte kommt man da rein, aber wir waren dann mal drin, als wir noch keine Jahreskarte hatten. Vor 2 Jahren, glaube ich, waren wir mal da. Was hast du gesagt? Ja, mit dem Brand haben wir auch mitbekommen. Hier ist einer! Ich habe ihn genau gesehen. Das war von hier aus, wenn man es. Also war von hier aus zu sehen. Da hinten steht ein No-Skin, ein Bot, ja. Jetzt leider, was? Alter, was wollt ihr eigentlich von mir? Warum? Ich mache keinen Spaß mit euch, ernsthaft. Was ist passiert? Ich hab, nee, ich hab nichts gemacht. Ja, keine Ahnung, wer das von euch ist. Ich glaube, das ist dieser Steve Wolf. Nein, Das kann mal passieren, dass mal jemand mal da drin ist, der dann das Spiel ein bisschen stört, aber gleich kommt eine neue Runde und dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Glück. Ich mag, ernsthaft gesagt, ich mag Fortnite eigentlich auch gar nicht mehr so sehr. Ich finde es eigentlich gut, weil ihr es wollt. Das ist auch ein geiles Minecraft Game. TV, der hat ja richtig gut, wo er wohnt. Ich 95er Hits, Alter, da kann ich sie auch wegtragen. Oh, Minecraft ist ein geiles Spiel. Schmutz, Schmutz. Wer kommt jetzt mit einem Rocket Launcher? Das geht auch. Machen wir gleich mit den Nachrichten ausschalten, machen wir gleich. Geht nicht. Dann ich hab dein Geburtstag schon auch keine. Gut, dann kann aber auch keiner mehr bei mir reinkommen. Also kann ich nichts mehr annehmen. Ich hab einen Jump Pad. Wenn bei mir rein möchte. Ich hab auch einen Jump Pad. Spiel du mal weiter. Ich kann das ja nicht. Oh, jetzt kommt der Pro. Ja, der Pro. Genau. Ja. Ich bin ja auf dem Baum. Ich will mit Zwitschern. Ach, Freunde. Ich hab'n Frekel. John, hast du eigentlich Fernsehsounds an oder? Was? Kannst du jetzt mit Luft erst gehen, bevor du da weggehst? Ja. Was mach ich bei dem Spiel? Das geht doch nicht. Na, hör mal, hörst du mal auf, mich zu tanzen. Da ist einer! Oh, so ein Bot wieder. Der Bauer Kross. Super. Stirn. Wer die hier in die Luft gesprengt? Was? Ach nee, nicht hier. Hallo JB. Ja, das ist auch nicht so meins vor der Hand, muss ich mal sagen. Das aber hier, ich habe sogar die Kontrolle in der Hand hier. Jetzt schon wieder ein neues Spiel los. Keine Ahnung, wie das geht. John ist gerade mal eben. Wie lange geht denn das Spiel überhaupt noch da, wenn man fragen darf? Stefan, spiel du noch mal, du hast auch mal gespielt. Ich kann das nicht. Wir haben das klar, du hast es doch schon mal gemacht. Also die anderen haben 58. Alter, ich hab einen Frekel. Kannst du aus dem Spiel auch schon neu starten? Jo. Schau mal, was du kannst. Mann, wer schickt mir denn jetzt hier Freundschaftsanfragen? Ey, ist ja nicht geliebt. Also, ich doch in das andere rein, wo man. Jetzt mach ich den Kaffee. Mit dem Team. Mach ich doch gerade. 10 Euro, Familie Jansen. Herzlichen Dank. Nochmal an der Stelle. Aber ich hab's ja schon so oft gesagt. Wir freuen uns darüber sehr, aber es ist echt nicht nötig. Jemand donated 10 Cent, Kuss geht raus. Was macht ihr mit mir? Ich zerstört ja komplett alles hier. Ey! Aber die Sache ist, wenn wir jetzt die Nachrichten ausschalten, dann können wir keine neuen mehr annehmen. Komm, Jungs, das schaffen wir. Aber nicht so ganz bedacht, das Ganze. Müssen wir ausweilen. 20, 60 Kills. Ey, Bruder, wie heißt du auf YouTube? Ich mach nochmal gleich eine Runde mit 9. Also, ich jetzt einmal alle raus und. Ja, dann könnt ihr mir gleich noch beitreten. Machen wir es, genau. Hat jemand gerade von dem Highlander, von dem Freefall im Hansapark, 120 Meter ist der hoch. Wie hoch ist das Ding im Heidepark, John? Noch nicht mal 100, glaube ich, oder? Eigentlich, tut mir leid. Da müsste man mir auch noch Geld drauf bezahlen, was ich mir das trauen würde. Ich will da sofort hin. Nein, wir haben keinen Creator-Code in Fortnite. War auch schon mal im Miniatur Wunderland. Auch total klasse.
Haben sogar Glück gehabt, dass wir gar nicht lange warten mussten. Hallo? Ich habe was ausgestellt. Hallo? Hallo? Moin, ich bin der Pascal. War das schon mal gespielt? Kannst du ein bisschen lauter machen? Dann hören die wieder alles doppelt, die anderen Leute. Ja, dann höre ich aber gar nichts. Gut, wir spielen jetzt eine Runde, wie heißt Teams. Ah ne, der war gerade eben schon drin. Ich spiele nur mit neun. Für den Sommer haben wir gar keine Pläne. Wir hatten natürlich Pläne, dass wir in Urlaub fahren mit dem Auto. Macht mal alle bereit. Aber das wissen wir nicht, ob wir das hinkriegen. Sobald die Hotels wieder aufhaben und man das gefahrlos machen kann, dann sind wir natürlich wieder gerne unterwegs in Deutschland mit dem Auto. Hallo? Hallo? Wie heißt du auf YouTube? Wenn John die Stefan und John. Haben wir die ganzen nochmal 5 Euro, Dankeschön. Jetzt reicht's mal wirklich. Wenn wir die Nachrichten ausstellen, ist das Problem, dass John keine Anfragen mehr annehmen kann. Minecraft-TV, vielen Dank. Mach mal noch eine Ding. Ja, eine Runde noch. Nee, weil ernsthaft, ich meine Fortnite, es bockt wirklich so nur, wenn man gerade so wirklich gerade so viel Kills macht und so. Und eigentlich ist Fortnite auch überhaupt nicht so mein Ding mehr. Also ich fand's früher hat's noch richtig Spaß gemacht, wo mit Tilted und so. Welches Spiel ist denn sonst erwünscht? Könnt ihr mal ein paar Vorschläge machen? GTA Online. Ja, GTA Online, okay. Ja, hallo, können das versuchen. Ich weiß nicht, ob das auf YouTube durchgeht, aber wir versuchen es einfach mal. Von mir aus, wenn das die Leute wollen, gerne. Och, mein E. Ach, ich glaube, es ist schon so gut wie entschieden. GTA, GTA. Da kommen noch ein paar andere Sachen. Ja, ein paar. GTA oder Rainbow Six? Haben mehr geschrieben. Viel. FIFA haben wir gar nicht. Doch, haben wir. Ja, aber eine alte Version, die hat. Nein, ich habe das neue einmal runtergeladen. Hä? Nee, das war einmal, keine Ahnung, für PlayStation Plus, keine Ahnung, irgendwas war da. Aber war kein neues, kann nicht sein. Doch, das war das. Ich weiß nicht welches. So, okay. Warum macht ihr nicht einen Skip Contest? Vielleicht wissen sie vielleicht noch nicht, wie sowas geht. Dafür brauchten sie wahrscheinlich Discord drauf. Ein Bäckerbier ist sehr lecker. Und nochmal eben zu den ganzen Grußwünschen, die hier sind. Ich kann das nicht alles vorlesen, das ist unmöglich. Ja, das geht einfach nicht. Das ist auch für die, die dann nicht gegrüßt werden, gerade auch nicht so interessant. Und darum League of Legends ist das auch. Warum wurden die Leute gekickt? Hallo? 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 Ja, hallo. Ja, hallo. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, das war's. Danke schön. Schön. Ich finde, das Stream ist voll gut geworden bisher. Oh, danke. Ich finde ein ganz schönes Chaos. Ich habe auch schon mal das Video begonnen. Ehrlich? Ah, cool. Dankeschön dafür. War ich schon mal auf der AIDA? Nee, noch nicht. Das wollte ich immer schon mal machen. Also so eine Kreuzfahrt. Kriegst du meine Karte holen? Zwei Wochen zusammensetzen. Ich will ja gleich wieder beantworten. Ich meine, in GTA, da ist auch nicht so ein Durcheinander. Da können wir gleich, kannst du gleich dabei Fragen beantworten, weil ich meine, in Fortnite, da ist der Sprachchat, es geht alles so durcheinander. Keine Ahnung, kann man nicht wirklich. Digga! Rocket League, hast du das Spiel? Ja, aber auf der Switch. Ich guck mal jetzt auf YouTube. Ich donate jetzt 10 Euro, ist mir scheißegal. Ich muss nachher mal vorlesen, wer alles was gespendet hat. Ich kann das gar nicht. Kann man das überhaupt. Ja. Ich mach das nachher mal. Ist hier aber nur auf YouTube. Johnny Hand. Blow My Time auf jeden Fall 1 Euro gespendet. Dankeschön. Minecrafting TV 2,29 Euro. Herzlichen Dank dafür. Johnny. Wie heißt nochmal? Johnny was? Hm? Heißt John. Johnny. Ich kenne einen Johnny Hand, aber. Ja, hallo, komm mal Party Chat bitte. Und auch mit der Kurve auch. Ja, okay. Ah, okay. Nächstes Mal müssen wir das so machen, dass wir die Anfragen auf Epic Games annehmen. Und das geht auch, wenn die Nachrichten aus sind. Steht hier. Danke für den Tipp. Wir fangen ja gerade mal erst an mit sowas. Ich hatte auch mal einen YouTube-Kanal, aber es ging nicht.
Sky Track T, vielen Dank. Also, mach den ein bisschen auf. Ja, ja, wir machen das beim nächsten Mal. Also es nervt, aber richtig jetzt, ne? Hallo! Was geht hier ab? Hallo! Machen Sie bitte die Musik aus, es nervt! Genau, es nervt. Der nette Mann wird nur screen und es kann nicht, weil die blöden Leuten, die nicht mal... Mann, wer ist das, Junge? Respekt gelernt haben. Aufhören, das ist echt zu laut. Bitte nicht stream-snipen. Hört mal auf jetzt. Ohne Scheiß, das ist viel zu laut. Ich wollte nur sagen, ich finde... Mein Gott. War das denn gerade? So, ey, jetzt reicht's. Also vielen Dank für die ganzen Hinweise, wie wir das machen könnten. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt im Laufe dieses Streams hinbekommen. Wir machen es auf jeden Fall nochmal öfters und dann werden wir das hoffentlich dann ein bisschen besser eingestellt haben. Aber hiernach ist dann ja sowieso GTA dran. Und da gibt es das ja, zu diesem ganzen Sprach. Nein, es gibt es, wenn du eine Party machst, aber ich will einfach irgendwie zusammen, weil da brauchst du nicht so viel reden. Ich glaube, wenn wir da irgendwelche Missionen machen, wird es nicht viel bringen, ich würde einfach irgendeine Scheiße in der City bauen mit denen. Jetzt hakt es, wir müssen hier das wieder aufmachen. Ich GTA spielen und... Ah, was soll das denn wieder? Das sind fast ein Freistückchen. Eine der Sachen. Gut. Das war mir, ne? Gut, dann machen wir das aus, das Spiel. Ja, das switche ich eben den Account für. Also, der heißt, Ja. Gut. So, jetzt geht's, muss ich eben den Benutzer wechseln. Hier schickt ihr einfach an, der Account heißt einfach Stefan und John, aber ihr findet den auch unter SBeckerHB. Ihr könnt dann unserer Party beitreten, also das, ihr wisst ja wohl, wie das geht über bei GTA, ne? Ja, das geht über eine Game Capture Card, genau. Ich weiß schon, was ich gleich machen könnte. So ein paar Missionen für meinen Motorradclub, ey. Wieso? Da wirst du auch andere mitspielen, oder? Wie geht das? Ja. Ja und? Ach so. Die können ja alle reinkommen. Eine weiteste Reise. Muss ich mir überlegen. Ich glaube, es waren Malediven. Ja. Und deine, John? Deine weiteste? Meistens eh nur nach Fuerteventura oder Mallorca geflogen. Ja, also ich weiß nicht, was weiter ist. Das könnte schon das weiteste gewesen sein. So, jetzt können wir schon mal gucken, was hier los ist. Auf dem so, online, das kann dauern. So, jetzt ist also, wie alle, die es noch nicht gemerkt haben sollten, Fortnite zu Ende. Ja, freue ich mich auch drüber. Also, ich wette da kein Freund von. Ich fand das mit John, wir haben es heute, wie gesagt, heute Mittag mal ausprobiert. Wenn man dann mit zwei Personen ist und er hat mir dabei geholfen. Wir sind da als so ein Team rumgelaufen. Naja, einen habe ich getroffen, ne? Das war alles. Naja, gut. Ja, ich glaube, mein Rekord war, also mein Kill-Rekord insgesamt, weiß ich nicht, aber als ich mit Stefan gespielt habe, habe ich, glaube ich, einmal 12. Ja, Haus des Geldes gucke ich nicht, aber John hat es, glaube ich, geguckt oder guckt. Ja, gleich werden wieder alle spoilern mit der und der stirbt, weiß ich schon. Das ist gerade bei Haus des Geldes mega extrem. Die Insel, auf der wir auf den Malediven waren, die hieß Festu, war zu erreichen mit einem kleinen Flugzeug von der Hauptinsel Male. Musste man so eine 3-4 Stunden ungefähr fliegen. Das war ein traumhafter Urlaub, also es war eine anstrengende Reise dahin, also viele, viele Stunden. Aber als wir dann da angekommen waren, bei dem schönen Wetter und ich mich da ins Wasser gesetzt hatte,
wie im Paradies war das. Also wirklich wie in einer Werbung. Aber die Insel, habe ich gehört, meine Eltern waren da nochmal gewesen. Ein paar Jahre später ist nicht mehr so schön. Also dauert ziemlich lange, aber geht ja online immer. Ah, gleich erstmal ins Casino, Glücksrad drehen. ich hab ja diesen, unseren alten Account. Kannst du erstmal die Sachen ausschalten, sagen das die alle. Dann kann auch keiner mehr beitreten. Dann ist es eben, nein, ich schalte das jetzt nicht aus. Ich habe keinen Motorradführerschein. Mein Bruder hat einen Motorradführerschein, ich habe mal hinten drauf gesessen, für 60 Kilometer. Hat mir schon gereicht. Ja, die beleidigen, da habe ich schon gelesen. Das muss man einfach drüber hinwegsehen. Also, ich meine, wenn jemand meint, dass er mich damit persönlich ärgern kann. Ich meine, okay, wer ist denn dann der Dumme? Derjenige, der beleidigt oder der das einfach ignoriert? Ich glaube, ist mir scheißegal, was hier der Heini mal mit seinem, das ist doch, ich meine. Wir wissen, was diese Wörter bedeuten, ja. Mann. Denken wirklich, wir sind blöd. Wir sind auf richtige Reihe gelandet. So, ja, ein bisschen Taschengeld raushauen. Wie geht's euch? Bleib hier noch mehr. Ich meine, ihr seid so lustig, einige. Ich meine. Es Baden-Württemberg. Dann halten wir nicht so. Das habe ich, glaube ich, den falschen gelöscht. Entschuldigung. Ey, Mann, das Laufen geht ja online immer so lange. Lass bitte wieder. Ach so, wenn du umschaltest, ist der Chat dann weg? Welcher Chat? Ja, nee, Ton ist da. Nein, ich dachte gerade, Ton wäre weg. Nee, weil ich bin nämlich die ganze Zeit. Woher ich komme, fragt hier jemand. Ich wohne seit meinem dritten Lebensjahr in Bremen. Erstmal, weil viele sagen zu mir, du siehst aus wie ein Russe, sagen voll viele. Also, vielleicht die Frage alle. Also, wenn ich jetzt in der Party bin, so, das war gestern, glaube ich sogar, hat der Russe, haben wir voll viele gefragt. Anrufen kann man uns im Augenblick nicht mehr. Wir haben das erstmal gestoppt, weil es ging jeden Abend. Wir hätten also stundenlang am Telefon sein können. Und das ist zeitlich im Moment nicht drin, ehrlich gesagt. Was ich davon halte, wenn John GTA spielt, habe ich ja eben schon erzählt. Hab da nichts gegen. Ich finde, GTA ist zwar ab 18 Jahr, aber der größte Teil des Inhaltes. Achso, falscher Account. Moment, ich mache eben Spieler. Geändert habe. Wo kann man das machen? Online. Charakter aus. Lieber Herr der Ringe oder Hobbit? Dann Herr der Ringe. Ich glaube auch Herr der Ringe, da war irgendwie viel mehr drin. Na, ich habe es halt beides lang nicht mehr geguckt. Simone ist auch da. Die ist irgendwo unten. Ne, bloß nicht kommen, ey. Ey. Das ist eine Sprache. Das stimmt, die Leute, die beleidigen, sind kleine Kinder. Ja, ja, genau, so muss man das sehen. Aber wenn sie ja ihren Spaß dran haben, jetzt haben sie ihre Aufmerksamkeit ja bekommen, die sie wollten. Lass Simone aus dem Keller raus. Na gut, gleich. Semmellock hat gespendet, genau, 5 Euro. Vielen Dank. Thomas Feldmann hat 5 Euro gespendet. Und herzlichen Dank dafür. Ein Wahnsinn. Also. Willst du später mal den Motorradführerschein machen? Ich hoffe nicht. Ganz ehrlich, ich möchte nicht mal einen normalen Führerschein. Ernsthaft, ich habe schon mal geträumt, dass ich ein Auto gefahren bin, da kriege ich höchste Panik, ey. Also Autoführerschein kannst du schon ohne Gefahr machen. Nee, mache ich aber nicht, möchte ich nicht. Also na okay, Autoführerschein, ja, ich meine, ich möchte eigentlich gar nicht Auto fahren. Nur halt das Ding ist, Motorrad, ich interessiere mich dafür auch nicht wirklich, also nee. Jemand schreibt hier, es kommt irgendwie so rüber, als wenn John Simone nicht mag, es ist natürlich auch vieles ein Spaß. Also auch wenn wir im Video sowas sagen, das passt dann gerade mal und es ist nicht so gemeint. Da muss man es sagen. Ja, es ist nicht immer so gemeint. Manchmal natürlich schon. Also das darf man nicht vergessen. Oh, danke, dass du mich aufmuntern willst.
Mitteilung und dann den und dann Nachricht und Mitteilung anzeigen aus. Ich weiß, wie das geht, aber ich mache es nicht. Alles mal aus jetzt bitte. Nein. Warum? Ey, das ist so. Da kommt doch nur Kacke da. Jetzt dann muss ich wieder auf den anderen Account. Super. Eben ganz kurz Pause, Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. Aber das stelle ich später wieder ein, dann sagst du mir, wie das geht. Ich weiß es nicht. Ja. Wo geht das? Einstellungen. Weiß jemand gerade, also auf Einstellung wahrscheinlich? Einstellung. Mitteilungen. Das ist nicht USK, das ist FSK. Und FSK ist eine freiwillige Selbstkontrolle. Ja, wir haben hier was von gehört, natürlich. Spannt euch mal, man sieht viel mehr Kinder, nur weil ich jetzt eins bin, was GTA spielt. Ich kriege ja auch die ganze Zeit Beleidigung. Warum muss ich die ganze Scheiße abkriegen? So, hier bin ich. Also ich gehe, glaube ich, erstmal ins Casino. Und da können welche mitspielen jetzt, andere? Ja, wenn... Einfach, die können beitreten. Ich habe also... Beitreten. Ah, gut. Habe ich gerade mal 6.000 Dollar. Ich habe alles für meinen Motorradclub investiert. Nee, ich habe... Leider, ich habe das Auto im Casino zu gewinnen. Ich habe nämlich aus Versehen mal, Stefan, das hat den Account, den wir zusammen hatten, wo wir dieses teure Auto hatten. Ich hab, oh Scheiße, der Polizei. Also, wenn ihr gleich beitritt, ihr müsst nur auf Optionen gehen und dann könnt ihr mir beitreten. Also da bei Online und dann Spielern. Ich weiß nicht, was man dazu sagen kann. Also, ich fahre jetzt erstmal ins Casino. Sonst, ihr könnt... Ich weiß nicht, glaub, ob man dafür Freundschaftsanfragen braucht, weiß ich nämlich eigentlich gar nicht. Ihr müsst mich nicht einladen, ihr müsst beitreten. Kannst du mal kurz eben anhalten und das dann mal eben überprüfen, ob das auch wirklich funktioniert? Nein, ich hab keine Zeit. Ich muss eben kurz wegfahren. Nur Bargeld. Guck gleich. Sonst nehme ich gleich ein paar Freundschaftsanfragen über PlayStation an. Also, wenn ihr jetzt über PlayStation schickt, dort heiß ich Stefan und John einfach, jetzt über diesen Account. Ich nehme das gleich alles an, die Freundschaftsanfragen hier. Wir haben hier ja... Hier, ja, jetzt kriegst du. Jetzt kriegen wir hier viel. Moment, ich gehe ins Casino rein, dann bin ich sicher vor der... Ganze Waffen sind weg, mein Waffenrad. Nee. Das geht nicht, dann leckt dann. Das weiß ich. Was flüsterst du? Nur so. Hä, was ist denn? Sag mal. Also pass auf, wir müssen jetzt also jetzt versuchen. Ja, ich nehme jetzt alles an. Gut. Boah, direkt 68. Ich nehme jetzt einfach alle an, die jetzt schicken. Also schickt Spam voll, keine Ahnung. 58. Okay. Nur die mit den Bildern. Was meine ich hier? Guck, ich drücke auf Akzeptieren, Akzeptieren, Akzeptieren. Gibt's nicht oben, dass man alle akzeptieren kann? Nee, das gibt es leider nicht. Mach aber deine Nachrichten aus eben, bei der Gelegenheit. Ich hab's doch auch. Warte, ich weiß, wie ich es mache, okay? Jetzt, warum ist der Controller jetzt weg? Okay, die PlayStation stürzt gerade ab. Ich kann nichts mehr machen.
nichts mehr machen. Das meiste kommt auf. Ja, du kannst mitspielen. Du musst nur gleich eine Einladung schicken. Games of Thrones habe ich schon mal angefangen zu gucken, fand ich auch ganz gut, aber ich habe dann jetzt umgewechselt auf Vikings. Und das mache ich dann später mal weiter. Das Lied vom Wendler kenne, ja, ich habe es schon mal gehört, so in Auszügen. Und auf Platz 1 in Deutschland, glaube ich sogar. Du kannst es einstellen, Stefan. Was denn? Mit den Nachrichten? Ja, ich habe mit. Also, als eine Mitteilung ist es weg, aber ich verstehe nicht, warum es kommt. Ich bin immer noch über Jumma Kekse und so. Ich bin gerade auf Jumma Kekse drauf, sonst geht nicht weg. Weiß jemand, wie man das ausschaltet, die Nachrichten auf der PlayStation 4? Ihr müsst auf Pop-up-Mitteilung und dann X drücken. Pop-up-Mitteilung. So, hier. Jetzt machen wir das gleich auf Stefan. Und dann X drücken. Da war es auch eben schon. Das habe ich doch gerade gemacht. Man konnte halt null was lesen, weil die ganze Zeit was programmiert. Jetzt war es das. Oh. So. Dankeschön für den, der uns da geholfen hat und das herausgefunden hat. Die ganze Zeit. Funktioniert das nicht? Doch. Alles an hier. Alle bei GTA beitreten. Jonas hat eine Frage, bitte. Kannst du ruhig stellen. Jetzt haben wir gerade Zeit. Fortnite haben wir gerade eben gespielt, Robin. Das ist gerade durch und das ist leider nach hinten losgegangen. Ja, da wurden wir nur getrollt und verarscht. Hansapark waren wir bisher noch nicht, Karl-Heinz. Ja, John ist ein bisschen genervt natürlich, weil das auch ein bisschen anstrengend ist, wenn da alles nicht so klappt, wie wir uns das gedacht hatten. Aber gleich wird er wieder essensgelaunt sein, denke ich mal. Ich meine, Fortnite ist generell schon so ein Spiel, das war gerade sehr anstrengend, das mich irgendwie, weil es mir was man macht. Und dann sind da noch irgendwelche, die mich da von Sachen runterschießen. Dann versteht er nicht, dass ich im Sprachchat bin. Aber es geht gleich wieder weg, weil GTA ist einfacher und macht mir Spaß. Der nächste Vlog kommt erst, das dauert ein paar Tage. Wir haben auch nicht mal mit Filmen angefangen. So, jetzt geht's mal los jetzt langsam, oder? Ja, ich nehme noch alles an. Ach so. Hm.
den kenne ich hier, den Typen. Der Name kommt mir noch bekannt vor. Das sind welche, ja, die. Ja, oh, Johnny wird der Controller wieder an. Och nee, jetzt ist die Party voll. Das kommt immer. Aber John war drin, der Große. Ja, der andere John. Ich geh noch mal rein und raus, okay? Tut mir leid, das ist jetzt überladen gewesen. Ja, nee, es liegt nicht am Controller. Ich krieg immer so eine Warnung, dass mein Controller weg ist. Was ist denn? Bist du auf? Warum hast du nicht den mit dem Kabel? Weil es liegt nicht am Controller. Das habe ich schon mal gehabt. Es liegt nicht am Controller. Es liegt einfach bei. Es stürzt manchmal ab. Aber es liegt nicht am Controller. Das hatte ich schon öfter. Na komm, wir ein bisschen auf den Chat eingehen. So. Darf John alleine GTA spielen? Ja, darf ich, weil GTA, ich meine. Okay, ich mache nicht diese. Ich gehe beispielsweise nicht in den Nachtclub rein, weil ich interessiere mich dafür noch gar nicht. So, ich meine halt, ich mache die Mission, dann spiele ich ab und zu GTA Online. Ja, Mission bin ich eigentlich im Story-Modus schon durch. Keine Ahnung. Ich darf allein spielen, ja. Fan-Treffen, also Zuschauertreffen, fragt Lilly gerade hier. Das haben wir schon mal. Vor allem in dieser Zeit, ne? Das haben wir schon mal gemacht im Heidepark. Jetzt ist gerade noch nichts angedacht, aber bestimmt machen wir es nochmal wieder irgendwann. Aber wir müssen erstmal jetzt warten, bis diese ganze Corona-Sache wieder kontrollierbar geworden ist. Weg sein wird es ja lange nicht. Man hört davon, dass es im frühesten Fall im Januar einen Impfstoff geben wird. Das heißt aber nicht, dass alles gut wird. Nein. Wir müssen einfach abwarten und wir sollten nicht sagen, wie alles wieder wird. Es gibt ein Video mit Outtakes mal. Ich sammle die also immer. Wenn wir dann gute Sachen haben, dann kommen die meistens in unserem Best-of zu Silvester oder nach Silvester. So, was passiert da in deinem GTA-Spiel? Da lädt was. Ja, das lädt gerade noch. Also. Noch lädt es bei GTA Online, das dauert die mal ein bisschen länger, also. Oh, danke für deine Spende. Ja, herzlichen Dank an ValixLES. Moin Meister, was geht hier so ab? Ja. Na, wir gehen nicht, wir sitzen. Hier geht einiges ab. Moin Meister, was geht hier so ab? Wann war das erste Mal, dass ihr euer erstes Video gemacht habt? Das war 2016 im November, als wir mit diesem Kanal hier angefangen haben. Welches Level bist du in GTA? Auf dem neuen Account, den ich hier mache, weiß ich nicht, denn ich habe die anderen, also das weiß ich nicht, muss ich nachgucken. Das ist ja nicht mein Hauptaccount, mit dem Account spiele ich halt so ab und zu. Mein anderer Account ist auf meinem anderen Account drauf, also der andere GTA Online Account ist auf dem anderen Account drauf, also den spiele ich schon seit Veröffentlichung von GTA Online, also. Ich weiß nicht, wie hoch ich dort bin. Wir können ja gleich mal nachgucken. Morten fragt, ob wir mal mit Final Cut drehen können. Du meinst wahrscheinlich schneiden können. Aber da wir kein Apple... Das ist ja nur für Apple, Final Cut. Ja, wir haben halt keine Apple-Computer. Genau. Denn wir benutzen Computer eh nur zum Schneiden. Also, oder... Ja, okay, ab und zu gucken wir Livestreams drüber. Also... Oh, 90%. Könnt ihr mal ein Video machen, wo John zockt? Naja, machen wir ja sozusagen gerade. Seid ihr sehr Fußball interessiert? Also ich überhaupt nicht. Ja, doch, wenn WM und EM ist, bin ich da schon. Und Bundesliga-mäßig interessiert es mich gerade auch nicht so. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Mannschaft dieser Stadt gerade nicht so ein Hoch hat, nicht? Ja, wir können nicht mehr annehmen, weil das stürzt uns gleich hier wieder ab, weil das muss ich immer die ganze Zeit verlassen und neu reinkommen. Da habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so Lust drauf zu. Ich hab sehr viele angenommen und ich glaube, ja, es werden wieder sehr viele trollen. Vor allen Dingen im GTA kann man auch mega gut trollen. Melvin fragt, ob ich mit Simone verheiratet bin. Ja, bin ich. Na, man lernt aus Fehlern. Mach's nicht nochmal. Oh, da steht's ja auch. Ups. Komm her. Homer the Vlogger sagt, er wohnt in Amerika. Cool. Ich mach gerne Urlaub in Amerika. So, jetzt kommt's. Jetzt auf geht's zum Casino. Wir treffen uns alle im Casino. Ihr könnt schon mal beitreten. Fan-Treffen ist erstmal nicht, oder Zuschauertreffen ist erstmal nicht geplant.
habt ihr für eine Leitung? Gute Frage, weiß ich gerade nicht. Leitung? Eine lange. Eine lange, ja. Eine lange Leitung. Was für eine Leitung? Hallo? Schon, was ist deine Lieblingslimonade, wird ja gerade gefragt. Ich trinke eigentlich gar nicht so viel Limonade, aber ich frage jetzt, was ist mit deiner Lieblingsleitung? Was für eine Leitung? Limonade? Ja, ich weiß, aber irgendwas war gerade mit einer Leitung. Leitung, was wir für eine DSL-Leitung haben. Kannst mir das beste Bier zuschicken? Ja, das beste Bier trinke ich dann lieber selber, wenn ich das habe. Radio ausmachen. Jana hat hier gerade 10 Euro gespendet. 100% zu viel, aber herzlichen Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Und die Sache, was hier ganz oft gefragt wird, ob man mit John privat spielen kann, das haben wir, hat er früher auch ganz oft gemacht, aber wie ich schon am Anfang sagte, es kommen hier pro Tag über 20 Anfragen an. Und selbst in den Corona-Ferien ist das nicht möglich, dass man das alles annimmt. Simone, was möchtest du? Ich wollte mal kurz gucken. Ich habe Hunger. Kannst du irgendwas Kleines mir geben? Ja, das wollte ich schon. Ich wusste nur nicht, ob du dabei spielen kannst. Ich wollte schon was bringen. Ja, also, ja. Bring mir irgendwas mit viel Zucker. Sind da jetzt auch Zuschauer drin in diesem... Ja, sind. Da sind blaue Häuser, sind schon welche drin. Es sind schon welche beim Casino, wir treffen uns dort alle gleich. Da machen wir ein Casino erstmal Glücksrad drehen und dann gehen wir auf den Balkon, keine Ahnung, und dann machen wir eine Party. Vielen Dank für das ganze Lob, was hier geschrieben wird. Ich kann gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Sehr nett von euch. Und Simone kommt gleich wieder. Sie muss dem Kleinen was zu essen machen. Der hat schon ganz großen Hunger. Ja, der will mir irgendwas antun, dieser Typ hier. Eine gute Gelegenheit. Ganz oft täglich kommt die Frage, warum John zu mir Stefan und zu Simone sagt. Er müsste eigentlich Mama und Papa sagen. In der Regel macht er das auch, aber wir haben uns dazu entschieden, dass, das geht auch schon wie automatisch, wenn wir ein Video machen, dass wir dann... das heißt ja Stefan und John und nicht Papa und John, dass er dann zu mir Stefan sagt und zu seiner Mama eben Simone. Kein Grund, dass er vielleicht adoptiert wäre. Er ist nicht adoptiert. Das wird ja auch tausendmal gefragt. Kein Grund, sich drüber aufzuregen. Das machen nämlich auch viele. Das ist ja, ne? Guck hier, ich meine, okay. Unser schwarze Haare, braune Haare, Blondie. Ja, nein. Aber ja, wenn es für uns in Ordnung ist, dass er uns so anspricht, dann... müssen andere sich nicht drüber erinnern. Wie habt ihr so beigebracht, Mann? Du hast es früher auch mal gemacht und was soll ich denn dagegen sagen? Fand ich schlimm. Das ist überhaupt nicht. Trink gerade lecker Berliner. Berliner Weiße wahrscheinlich. Ah ja, dann. Freunde! Dann mal Prost. Erstmal gehe ich erstmal ins Glücksrad. Ja, da ist auch schon jemand. Der Uwe, der fastet gerade. Oh. Und du isst ihm was vor. Ja, sehr freundlich von John, ne? Das ist doch schön, ey. Wie wir die Spenden angestellt haben, darfst du mich nicht fragen. Kann ich dir echt nicht sagen. Du kannst aber gerne deine Anfrage nochmal per E-Mail an mich senden, dann kann ich das nämlich an die Adresse weitersenden, der es dir dann erklären könnte. Zum dritten Mal, John, warum darf John mit 12 GTA spielen? Erstens sitze ich jetzt hier daneben und werde alles beobachten. Andererseits habe ich schon gesagt... Hä, warum spielst du dann manchmal alleine? Ich weiß, das Spiel ist ab 18, aber ich finde, ich persönlich empfinde das, was in dem Spiel passiert, ist im größten Teil nicht so schlimm, dass man es ab 18 machen müsste. Ey, guck mal, was hier für eine Party los ist, Mann. Und darum habe ich ihm erlaubt, dieses Spiel zu spielen. Und das schon seit mehreren Jahren. Ich mag lieber helles Bier, wenn ich jetzt wählen dürfte. Michael Klaassen, so, der komm, hat das Freunde, gerade gefragt. Wir gehen jetzt aufs Dach, okay? Ey, was ist hier los, Mensch? Guck jetzt mal an, Stefan. Alles Online-Spieler. Wirklich? Oh, das ist ja cool, dass mal so viele mitmachen können jetzt. Wir gehen jetzt aufs Dach und machen Party. Wir waren schon mal im Klimahaus in Bremerhaven. Das war eine super Sache. Da war auch gerade so eine Dinosaurier-Ausstellung gewesen zu dem Zeitpunkt. Eine super tolle Sache. Einer fragt hier, ob ich auch Schnaps trinke. Eigentlich überhaupt nicht. Außer wenn wir mal beim Griechen sind. Da muss ich einen Uso zu haben. Das ist dann total, total lecker. Ey, das ist so voll geil. Ich habe noch nie so viele in einem Casino gesehen.
Nein, wir streamen nicht über, über die PS4 direkt, sondern wir haben so eine Capture-Card dazwischen geschaltet, sodass das dann mit dem OBS, mit der OBS-Software funktioniert. Wie lange war ich denn nicht mehr hier? Ja, David, ich pass genau auf, ne, was hier passiert. Im Moment sehe ich da nichts Schlimmes. Und was ist das für eine Apple Watch, die du da hast? Drei. Genau. Warum schon auf der Terrasse? Warum muss mir das angucken? Robin, ja, wenn der Heidepark wieder aufmacht und wir Zeit haben, dann gehen wir in den Heidepark. Ich kann nur hoffen, dass es nicht gerade im Juni passieren wird, denn da habe ich nämlich so gut wie gar keine Zeit. Aber jetzt ist auch gleich Simone noch da. Viele Grüße. Achso. Ja, also da freut sich jemand, die Frau von jemandem, wenn sie schon wieder, wenn sie wieder ihre Kochvideos macht. Da kommt auch bald ein spezielles Kochvideo, glaube ich. So, die Filmsequenz ist gleich zu Ende. Dann ist ich will gar nicht. Komm, wir gehen jetzt alle gleich hier. Guck mal, was er für Mundbewegungen macht. John, Adidas oder Nike? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde Adidas schöner, aber ich trage auch Nike. Also ich bin so auf beiden. Hey Freunde! Wir waren schon beim Weserstadion. Da waren schon mal bessere Zeiten als jetzt gerade. Wir waren auch schon mal im Phantasialand, aber nicht mit John, denn der war da noch nicht geboren. Was ist hier los? Bomben! Und wir wollten letztes Jahr ins Phantasialand, haben es aber wegen des Wetters abgebrochen. Unseren Deutschland-Trip, den wir gemacht haben. Warum liegt da ein Toter? Ob wir schon mal im Winter im Freizeitpark gewesen sind? Nein, weil ich bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass die Freizeitparks sowas einige auch im Winter aufhaben. Ui, wie viele hier oben auf dem Dach sind, Alter. Ui. Ja, der wird trollen, wetten. Wie der da schon ist, der will auf mich schießen. Der will irgendwas. Den neuesten Star Wars Film, wie ich den fand, fragt hier gerade Dega 130. Ich muss sagen, ich fand ihn gut. Ja, gut gemacht, Freunde. Viele fanden ja diese drei neuen Filme nicht mehr so gut. Ich muss sagen, mir haben die drei neuen Filme bestens gefallen. Und ich fand es auch ganz toll, dass da einige Schauspieler mit dabei waren. Harrison Ford zum Beispiel. Aus der ich tue euch nicht. Aus der guten alten Zeit. Achso, kommt aus dem Controller raus auch, ja. Ja. Ey, ich habe einfach so einen Typen das hier weggenommen. Und ich habe gerade auch die Blu-ray davon. Gerade gestern war sie im Briefkasten. Dieses Flugzeug, dieses Motorrad, weiß nicht mehr, wie das heißt, aber ich, ey, wir gehen jetzt mal alle in mein Apartment und dann feiern wir dort ein bisschen, oder? Club? Nee, komm. Wir wissen, wie viele können in ein Apartment rein, das sind schon ziemlich viele, also auf der Karte ist mein Apartment, ich zeig's euch mal allen, genau in Trier, ob wir schon mal in Trier waren, fragt der Kritiker. Wo ist denn das jetzt? Überlegen, ob ich da schon mal war, ich glaube nicht. Wir treffen uns jetzt auf dem Maze Bank Tower oder Matze Bank. Oder warum machen wir hier einen? Warum? Er hat mich rausgeschmissen. Oh nein, ich knall hier. Da liegt irgendein Item. Geh auf Story-Modus, geh auf Online und dann eine Freunde-Lobby, dann kommen nur Zuschauer rein. Ja, weißt du das? Das ist blöd, wenn nur Zuschauer drin sind. Ich möchte auch mit anderen. Weil da dann auch viele drin sind, die ist. Was ist denn? Ich bin nur runtergefallen, kann ich doch nichts für. Weil der Typ mich von seinem Motorrad geschmissen hat. Sonst ist doch was Schlimmes. Die höchste Achterbahn, die ich jemals gefahren bin, ich weiß nicht, wie hoch die war, dürfte aber eine Achterbahn in den USA gewesen sein. Davon bin ich mir auf jeden Fall sicher. Die wollen mich auch abknallen. Ey, was ist hier los? Ich glaube, das geht nicht gut. In Würzburg waren wir schon mal. Zumindest Simone und ich. John war dort noch nie. Das hatte gerade Yoshi gefragt. In Heidelberg waren wir auch schon. Das passt ja mega. Zumindest Simone und ich. Da hat der Ole gefragt.
Denn wir haben schon bevor John geboren war, da haben wir auch schon so Deutschland Autofahrten gemacht. Ja, schon wieder welche am Sport hier. Was ist hier los? Ja, Stefan labert. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ja. Universal Studios, da war Homer the Vlogger. Völlig genial. Da war ich in Los Angeles und in Florida schon in den Studios. Also finde ich auch viel besser als Disneyland und Disney World. Die töten mich alle, Mann. Wie viel die Apple Watch kostet, kann ich jetzt gerade nicht sagen, weil wir die schon ja zum Geburtstag geschenkt haben. Und über solche Preise spricht man nicht. Nicht gut. Wer ist das hier? Fortnite, Thomas, da wird das eben gefragt, da irgendwo. Haben wir schon gemacht heute. Vielleicht wir nochmal so ein Gaming-Stream machen. Ich finde es ja ziemlich nervig gerade. Also nervig nicht von den Fragen, sondern weil es so viel durcheinander geht. Ja, die Troll, gerade wie gesagt, es ist nicht gut, wenn ich in einem Stream bin. Machen wir nochmal wieder Fortnite. Kann man ja immer so mit beginnen. Nee, ja, nicht Fortnite, ey. Ich mag das Spiel nicht. Lennart fragt gerade, ob ich in Kurzarbeit bin. Nein. In der Brauerei, wo ich arbeite, hier in Bremen, geht alles seinen gewohnten Gang zum Glück. Komm, wir treffen uns jetzt hier in meinem Apartment und machen eine Feier mit. Da hat man kaum was von Corona. Oh Mensch. Gemerkt. So, ein bisschen leiser, was bitte. Was ist denn? Die töten mich die ganze Zeit. Ja, gut. Ich habe nur eine Waffe. Bier aus Bayern, aus München, finde ich sehr lecker. So, ich muss ein Auto finden. Dega 130 fragt, ob wir nochmal ins For Fun gehen. Wenn wir ins Sauerland fahren, dann geht für mich kein Weg an For Fun vorbei. Bayerisches Bier, was sage ich dazu? Einfach lecker. Und wenn man in Bayern ist, auch sehr preiswert. John hat noch nicht geraucht. Bist du dir da so sicher? Bin ich mir ganz sicher. Ich hab es überlegt. Okay. Robin und Tim fragen, ob wir schon mal in Mannheim gewesen sind. Kann ich mich jetzt gerade nicht daran erinnern. Flieg mich bitte dahin, wo ich markiert habe. David Bohlen fragt, ob ich belgisches Bier mag. Eigentlich, wie ich bisher probiert habe, haben mir nicht so geschmeckt. Hey, ja. Also warum wollen mich alle töten? Was habe ich denn getan? Gar nichts. Raphael sagt, das ist nicht das Apartment, das du markiert hast, wo deins. Doch, ist es. Guck mal, wenn du so gerne mal nachgucken möchtest, hier. Mach mal langsam. Mach das langsam. Grüne. Guck, das ist grün. Das ist mein Apartment. Okay. Ach man, ich möchte. Timmy fragt, ob wir schon mal auf Wangerooge waren. Leider noch nicht. Ich will doch nur in ein Auto einsteigen. What is happening? Weißbier oder helles? Was wollen wir fragen heute? Ey, wer hat dein Passivmodus deaktiviert? Wenn ich jetzt wählen muss, dann eher helles. Überall nur im Tron. Ich will ganz normal spielen. War John schon mal hart besoffen? Natürlich nicht. Der hat doch nicht mal Alkohol getrunken. Der ist 12. Das muss ich sagen. Gesundheitliche Sachen, da achten wir schon drauf. Ach nee, da haben welche Kopfgeld auf mich gemacht. Er darf nur hier GTA spielen. Hat nicht damit zu tun, dass er dann alles darf, was vielleicht ein 18-Jähriger darf. Ne? Also. Na, ich spiele noch ein paar andere Sachen, aber naja, GTA. Ich meine, ich will Rainbow Six Siege bekommen. Ich meine, kennt Papa sich auch nicht von aus, so richtig. Nee. Oder? Vom Alten nur. Lego oder PS4, John? PS4. Lego haben wir hier eine Baustelle, ein Zimmer weiter. Jetzt hör mal bitte auf, mich zu töten. Ich will ganz normal spielen. Jan fragt, was genau mein Beruf ist. Ich bin Brauer. Gelernter Brauer und Melzer heißt das. Melzer ist der, der das Malz bereitet. Aber das haben wir nur, es war nur ein kleiner Teil unserer Ausbildung. In der Hauptsache war die Ausbildung zum Brauer und das arbeite ich seit 1984 in einer bekannten Bremer Brauerei. Hey John. Ja, ich hab's geschafft in mein Haus zu kommen. Hat John schon mal Bier getrunken? Nein, hat er noch nicht. Nur ein bisschen so probiert, so genippt bei Papa. Ja, aber das ist er, das macht jeder. Das war ein halber Schluck. Anfragen annehmen geht gerade nicht, oder? Nein. Jetzt im Apartment. Was macht ihr so in der Corona-Zeit? Da haben wir eine gute Antwort drauf. Da kannst du dir unseren letzten Vlog angucken. Der hat das nämlich so gezeigt. Also ich muss sagen, wir sind hauptsächlich zu Hause und mir fehlt eigentlich das Shoppen und sowas und Einkaufen,
und sowas gar nicht, weil ich eigentlich sehr gern zu Hause bin. Wir haben zum Glück eine schöne Terrasse, wo ich sitzen kann und ja, ich warte, ich muss gucken, wann jemand klingelt. Ich muss es lauter schalten. Und John macht Home Learning über so eine Software. Ey, komm, ich warte, ich muss ja gucken, ob jemand klingelt. Warte. Apartment mit allen verlassen, alle in die Garage. Könnt ihr das Abenteuerhotel empfehlen? Ja, reinlassen. Ich lasse euch alle rein. Ja, das kann ich empfehlen. Das ist natürlich relativ teuer, aber es ist eine tolle Sache, wenn man so einen Ausflug in Heide Park macht. Jemand hat an der Tür geklingelt. Das Abendessen ist ganz toll und ja, also ich kann es empfehlen, aber nicht so eine billige Angelegenheit. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Ja, kommt drauf an. Also für mich war Star Trek zu Ende, als Mr. Spock gestorben ist oder als der nicht mehr mitgespielt hat. Dann gab es so ein paar Serien davon, Next Generation und wie es alles heißt. Das hat mir alles gar nicht mehr gefallen. Aber die alte TV-Serie finde ich super, obwohl natürlich völlig aus der Zeit ist mittlerweile. Und die 6 Kinofilme, die es da gab mit Mr. Spock, die fand ich auch alle gut. Und dann gab es nochmal so eine Star Trek, wo dann die jüngeren Darsteller mitgemacht haben, also die, wo sie noch jünger waren, die fand ich auch gut. Aber Star Wars ist natürlich schon dann wohl doch... Oh, wir in Apartments sind, ey. Oh Gott. Du darfst mal keine Partys machen da, ne? Doch, mache ich. Kuli kommt gerade rein. Ja. Aber noch jemand hat geklingelt. Alle reinlassen. Ich lass alle rein und dann machen wir Party. Noch jemand hat an der Tür geklingelt. Ey, wie viele klingeln? Wie lange streamt ihr noch? Ja, das ist eine gute Frage. Wie lange haben wir denn schon? Es geht schon fast 2 Stunden, du Schreck. Doch. Ja, ein bisschen noch. Ist das schlimm? Noch jemand? Wie viele haben jetzt? Okay, ich lasse euch alle jetzt rein, okay? Jetzt haben sehr viele geklingelt. Oh, was ist mit dem denn passiert? Mag John Lego? Ja, geht. Also was heißt geht? Ich mag Star Wars, ne? Ich frag euch ja. Also John ist auf einer Oberschule. Das ist so eine Sonderschule. Sonderschule, ja genau. Baumschule. Das ist so eine Schule, die beherbergt verschiedene Schulformen oder wie soll man das sagen? Das ist ja in Bremen. Also gibt es eine Oberschule auch außerhalb von Bremen. Auf jeden Fall könnte man da auch sein Abitur machen. Yves, guck mal, ich kann nicht mehr zur Tür hin. So viele sind hier drin, Mann. Ich lass alle rein, okay? In Braunschweig war ich schon mal, aber sind wir nur durch. Ich glaube nicht, dass wir mal angehalten sind. Können wir mal Simone hier besuchen zum Fragen beantworten, oder? Wo ist die eigentlich? Ich hol mal Simone. Ja, ich lass noch ein paar rein. Also es sind nur noch 2 gerade, die das wollen. Also. Simone? Oh ja, 2 Stück noch. Ey, lass. Wie viele können denn in ein Apartment bitte schon rein? Passen wir hier alle hin? Ach, ne, ich muss spielen. Ja. Mal sehen, ob ich mir jetzt die Fresse im Gesicht. Guck mal, wie viele sind. Ach du Kacke, Mann. Passt das? Die Frage ist, ob Simone passt. Was ist hier denn los? Passt sehr gut. Ja, musst du ein bisschen. Ja, sehr witzig. Wieso, du musst doch da. Ja, ich bin doch jetzt da, hier. Das geht auch. So. Wie die Hühner auf der Stange. Hier können wir ein paar Sachen beantworten. Aber nicht wie die Orgel pfeifen. Genau. Das blendet so. Spielt ihr manchmal FIFA? Ich habe das früher mal gespielt, weil ich es mir mal gekauft hatte. Ich glaube, das war die 2017er Version. Das ist schon Ewigkeiten her. Moment nicht mehr. Oktoberfest oder Vasen? Ja, Cannstatter Vasen. Achso. Ich lasse euch alle auf einmal rein. Ja, wir waren nur auf dem Oktoberfest einmal. Die Cannstatter Vasen kennen wir nicht. Aber bestimmt genauso gut. So, weißt du, gleich sind auch alle drin, dann können wir loslegen. John hatte Geburtstag am 18. April. Ach, es geht das schnell, du. Ja. Trinkt John Energy Drinks und was haltet ihr davon? Er trinkt sie generell eigentlich nicht, er hat sie aber mal. Wir haben die alle durchprobiert. Also ja, ich meine, mir wird auch, also ich trinke die nicht so oft, weil ich finde, manche sind echt zu süß und wenn man so oft, ich habe die früher sehr oft getrunken, halt, dann habe ich immer, naja, ich finde es halt, dann schmeckt es auch irgendwann nicht mehr. Achso, ich glaube, die werden alle wieder rausgekickt. Ich glaube, alle sind schon, okay, jetzt bleiben wir mal hier. Oh, wir sind gerade nach Wangerooge ins Restaurant eingeladen worden. Also,
Ja. Wenn wir in Wangerooge. Das wird erstmal nicht passieren. Nach Corona vielleicht, genau. John hatte am 18. April Geburtstag. Was haltet ihr von Energy Drinks? Ich mag sie ja, muss ich sagen, sehr gerne. Aber ich weiß ich auch, dass. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich mag sie schon nicht riechen. Guck, was hier los ist, Simone. Der Volker schreibt, dass seine Frau ein großer Fan von dir ist. Und ich glaube, es war auch der Volker, der geschrieben hat, dass sie sich schon auf den neuesten Kochvlog von dir freut. Oha. Ja, das freut mich ja zu hören. Ich bin gerade so ideenlos und kriege hier ja immer nur Sprüche reingedrückt, dass ich zu langweilig wäre von ja, ganz den richtig. Beiden. Ich kann hier nicht mehr weg. Ich wollte ja auch schon mal was mit John zusammen kochen, dass John mir hilft. Der guckt auch gerade ganz erschrocken. Phantasialand habe ich eben auch schon mal von gesprochen. Simone und ich waren ja schon mal da vor ungefähr 12 Jahren. Oder noch 13 Jahre, das könnte es auch schon her sein. Wir wollten im letzten Jahr dahin fahren. Wir haben so eine Deutschlandtour mit dem Auto gemacht. Aber als wir in der Region waren, war der Wetterbericht so schlecht und das Wetter war so schlecht, dass wir es abbrechen mussten. Und wir haben es eigentlich auch dieses Jahr verschoben. Konnten ja nicht ahnen, dass diese Corona-Welle über uns hereinbricht. Mann, ich kann nicht mehr weg, die sind ja alle um mich rum. Was ist dein Lieblingsrezept? Ja, ich probiere ja gerne was Neues aus, weil sonst ist das immer so langweilig. Ich habe, glaube ich, kein Lieblingsrezept. Wir spielen gerade auf der PS4 GTA. Habt ihr das Eltern John schon mal geschlagen? Nein, das haben wir durchgehalten. Obwohl, also manchmal da juckt es einen ja an den Fingern. Was? Ja, aber... Was ist hier los? Guck dir das mal an. Ja, ich komme mit, wenn die Jungs in den Heidepark fahren. Also, wenn sie zum ersten Mal in den Heidepark fahren, weiß ich nicht, ob ich dann gleich mitkomme, aber... Gehe ich mal von aus, oder? Wenn das am Wochenende ist. Wenn ich frei habe. Simone ist die Beste. Welche Simone? Immerhin habe ich schon eine Jahreskarte. Ja, sie hat schon. Ja, die musst du erstmal deinen ja, Schein ich habe sie schon bezahlt, ne? Landwirtschaftssimulator hat John auch eine Version. Ich glaube sogar die 2019er Version ist nein, das. Nein, das war 17er. Das habe ich spiele eigentlich nicht mehr so viel Simulatoren, noch sowas mit dem Bus. Ich fand das cool, diesen Landwirtschaftssimulator. Ja, ich bin da nicht so richtig durch. Vielleicht spiele ich den nochmal wieder. Ja, komm, mal sehen, wie viele. Sind die Männer zu dir gemein, liebe Simone? Fragt der Julius. Nein, wir sind natürlich nicht gemein. Man härtet ja irgendwann ab, ne? Man legt sich ja einen Schutzpanzer zu. Rico, wir freuen uns auch, wenn wir den Heidepark wieder mal sehen dürfen. Und vielleicht treffen wir ja da so... Ach ja, genau, Erik, genau. Erik? Ja. Erik, ja, dann freuen wir uns natürlich auch. Was trinkst du gerade für ein Bier? Ich trinke gerade ein Franziskaner Helles. Mit 4,8% Alkohol. Ach, hallo Lea, danke für deine nette Nachricht. Ich glaube, ich ziehe mir was anderes an. Wolltest du noch ein anderes Spiel spielen vielleicht? Nicht Fortnite. Nein, aber vielleicht möchtest du nur noch dein Rainbow? Rainbow, ich bin nicht so gut da drin. Da weiß ich auch nicht, wie man wirklich einlädt und so. Also ich. John, kennst du den Rapper, ich kann es nicht aussprechen, Lil Peep? Hast du schon mal öfter erwähnt, ja, ne? Ja, kenne ich. Namen? Ist das der so schön tätowiert ist im Gesicht? Ja, es gibt viele, die schon... Ach so, ja. Also, na, Lil Peep, das ist der, der an der Überdosis gestorben ist, von dem ich dir mal erzählt so. Habe. Wo sind meine... Werder Bremen, deutscher Meister. Ja, da waren mal. In Euthen waren wir schon mal, natürlich. Komm, wir machen... Ey, was ist hier los? Achso, die Mutter geht also demnächst allein in den Heidepark. Ja, ich habe ja ne, eine Jahreskarte. Unsere Jahreskarte gilt ja auch noch ja, weiterhin, das stimmt, denn das ja, also ganz so ist es ja nicht. Wir heißen auf Instagram, fragt Jessica Hahner, Stefan und John in einem Wort zusammengeschrieben. Guck, was hier los ist. Oh, John. Wie heißt ihr konkret auf GTA? Also, naja, Stefan spielt eigentlich kein GTA Online mehr. Spielt insgesamt kein GTA mehr, so richtig. Die Frage war ja, wie wir da heißen. Ja, also Stefan und John jetzt, also S. Becker HB. Stefan und John oder S. Becker HB. Und HB steht für Hansestadt Bremen. Bielefeld war ich schon ganz oft im Rahmen von Konzerten, die ich dort
besucht habe. Sonst habe ich noch keinen Grund gehabt, nach Bielefeld zu kommen, glaube ich. Gibt's eigentlich auch gar nicht. Du erzählst ja wieder Märchen, doch. Im Hansapark waren wir noch nicht, wie gesagt. War auch für dieses Jahr geplant. Wenn ihr mal Tipps habt, weil wir müssen den Hansapark ja mit Übernachtung machen, wo man da nicht allzu teuer gut übernachten kann in der Nähe vom Park, können die uns ja gerne mal ein paar Tipps schreiben, oder? Ja, gerne. Hast du schon mal gekifft? Wer ist damit gefragt? Also ich kann es verneinen. Simone? Nein. Simone. Oh. Kennst du Wolters Pilsner aus Braunschweig? Da waren wir doch mal. Warte mal, Sophie fragt hier, wie geht's euch? Wisst ihr, wer ich bin? Oha. Im Augenblick so kurz gefragt, nein. Aber Wolters waren wir doch mal auf so einer Gala. Ja. Das war in Braunschweig, ne? Wolters, die lange Nacht oder irgendwie sowas. Die Nacht hieß das, da war Udo Jürgens. Einer hat's geschafft, mit dem Motorrad drauf zu kommen. Willst du mal ein anderes Spiel machen, John? Was denn? Also, Rainbow ist. Man kann sehr gut in Scharbeutz übernachten. Ja, ich glaube, das klingt aber auch sehr teuer, ne? Scharbeutz ist, glaube ich. Das ist alles direkt da oben beim Hansapark an der Ostsee. Das habe ich nämlich schon mal geguckt. Das ist, weil es so gut gelegen ist an der See, ist das so teuer da. Kurze Frage mal eben. Gibt es auch welche die von euch, die eine Twitch haben? Wenn das nämlich viele sind, könnte man vielleicht da was machen. Mal gucken, ob vielleicht ein paar Antworten kommen. Ob jemand, Stefan, ich bin auch Brauer, sagt hier der Lennart Rasch. Wo bist du denn Brauer? In welcher Stadt? Oder bei welcher Brauerei? Ja, also ich würde ja vorschlagen, um jetzt mal von diesem GTA wieder runterzukommen, dass John mal eben seine Twitch holt und dann... Seine Twitch? Seine Switch holt, ich meine mal Twitch, ja. Was soll ich denn machen bei der Switch? Können wir es auch verbinden damit? Ja. Gut. Mhm. Also hol die erstmal her und dann müssen wir dann mal weitersehen, wie wir das da rankriegen. Vielleicht könnte man da ja Mario Kart fahren machen. Nee? Also, aber das wäre auch lustig. Das finde ich auch. Ja, ich weiß, Switch und Twitch ist ein Unterschied, ja, ich weiß es. Ja, in Dresden im Stadion waren wir noch nicht, aber in Dresden waren wir schon öfter, sehr schön. Okay, ich hole mein Zubehör dann mit, wenn ich spiele. So, machen wir mal eben kurz hier uns beide rein. Oder ich muss mal eben kurz die anstöpseln hier. Simone und Stefan, habt ihr noch einen überfüllten Lebenstraum? Ich glaube, das soll unerfüllten Lebenstraum heißen. Einen großen Urlaubstraum haben wir, ne? Dass wir alle dreimal zusammen hier an der Westküste der USA langfahren, oder? Ja. Ich weiß, wie wir das anschließen. Ich möchte es auch auf dem Computer machen. Also, komm, ich hole mal. Ja, hol mal das Ding her, genau. Simone, du musst die Leute unterhalten. Ja, hier ist gerade Umbauphase. Ja, also die wünschen sich alle Mario Kart, das kann ich schon mal sagen. Ja, machen wir Mario Kart, genau. Mario Kart wird sich gewünscht und... Das haben auch die meisten, glaube ich. So. Das geht wirklich schnell. Ja, Grömitz, habe ich auch schon oft gehört. Möchte ich auch unbedingt mal hin. Das soll auch sehr schön sein. Ach, scheiße. Diese Wörter bitte nicht. Wie fährt man denn die Dinge hier runter? Auf der Kieler Woche waren wir noch nicht. Fahr mal die PS4 runter, bitte. Schöne Grüße aus der Fahr. Ach, das ist lustig. Das ist ja nicht weit entfernt. Gut, ich fahre jetzt runter. Ich hoffe nicht, dass das Stream jetzt abstürzt oder so, oder? Nein. Auf Rügen waren wir auch schon, ne? Ja. Ja, auf Rügen waren wir einmal ganz kurz, ein paar Stunden irgendwie. Ich mache mir hier alles fertig. John, wo ist denn hier der HDMI? Ja, hast du ausgemacht? Ja, habe ich. HDMI brauchst du ja, ne? Ja. Gut, wo ist dann, das müssen wir aus der PlayStation nehmen. Also, ist das HDMI? Ja. Komm ich nachher, ich kann aber schon nicht gut. Und Lea sind auch so einige hier aus der Gegend dabei. Ist das USB? Das
Nee. Wir haben nur einen USB-Anschluss, den wir mir reinstecken können. Was? Ja. Das Ding... Wo machst du deine Fernseher ran? Ja, da habe ich schon rein. Ist alles richtig? Ich dachte, wir wollen es übertragen. Aber machen okay. Wir. Ja, dann brauchen wir den USB-Stecker, ja, oder? So, einstecken das Ding. Das Ding? Mit welchem Programm schneidet ihr die Videos? Stefan, wie heißt dein Programm nochmal? Das weiß ich immer nicht. Ich komme nicht drauf. Premiere. Premiere Pro. Achso, Premiere Pro. Oh, einschalten das Ding? Das letzte Mal im Heidepark waren wir, glaube ich, am letzten Öffnungstag, oder? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. So, nur die Frage ist jetzt. Ich hole mal eben mein Spiegel her. Genau, du musst jetzt. So. Ah, Freunde, ein Stress. In der Türkei waren wir auch schon mal in Side, waren wir einmal, ne? Zusammen. Fabio, danke für den Euro. Oh, danke. Nee, das sind ja ein Schweizer. Franken. Vielen Dank. Franken. So, was ist? Na, Schule ist da. Ja, wie kann ich denn hier sitzen? Ich muss den ganzen Krempel mal wegräumen da. Sieht man das denn nicht? Richtig, oder? Ja, ja. Gut. In Osterholz-Scharmbeck waren wir, glaube ich, schon mal oder dran vorbeigefahren. Da haben wir, glaube ich, den Vogel da zu einer Vogel-Auf-Peppel-Station gefahren, ne? Muss man das aber da richtig da ran. Ach so. Hier ran. Und du aufgeschmacht da. So. Da kann ich nicht mehr lesen. Oh, jetzt bin ich hier. So. Also, liebe Spieler, wir haben jetzt uns entschieden, da es auch viele spielen wollten, dass wir Mario Kart machen, ne? Gut, können wir machen. Ich habe Stoppschild gefragt, ob wir nicht mehr mit Magic's Video Deluxe Premium schneiden. Dann schneide nur noch ich. Also, ich habe mich da ein bisschen reingetüftelt und ich finde es auch sehr gut. So, an alle, die jetzt Mario Kart mitfahren, ich glaube nicht, dass so viele von euch Switch spielen, wenn ihr alle bei GTA wart. Ich erstelle einfach einen Server. Ja, ne? Macht Spaß. Erklär bitte, wie es funktioniert. Ja, mach ich doch. So. Online-Turnier. Und wie heißt du auf der Switch? Darum geht's nicht. Es geht um, ob die in die Global reinkommen. Ich nehme nämlich keine Freundschaftsanfragen über die Switch an. Hey, das hängt, glaube ich, weil da ist immer noch auf dem Bildschirm, wo wir sehen, was hier abläuft, ist noch das Standbild. Hängt das bei euch? Das könnte sein. Ich erstelle dann schon mal. Nein, warte mal kurz. Hey, trotzdem erstelle ich schon mal. Besser. Oh, das Hotel in der Türkei, daran erinnere ich mich nicht mehr, wie das hieß. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich sehe nichts mehr. Ja. So schnell. Oh, siehst du mal, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Ja, es hängt, schreiben die Leute auf. Warte, wir haben noch einen Trick. Ganze Technik hier, also. Ja, damit bist du ja gar nicht so vertraut, ne? Nee, überhaupt nicht. Also, da habe ich auch keinen Spaß dran, ehrlich gesagt, an diesem Technik-Kram. Oh, da sind schon welche. Hä, warum sind schon welche drin? Oh, ich glaube, ich bin irgendwo anders beigetreten. Ich starte die nochmal neu. Es geht nicht. Jetzt können wir auch kein neues mehr ankoppeln, glaube ich. Hm. Weil. Oh, danke, Patrick. Du hast 5 Euro gespendet. Also, das ist mir ja mal ein bisschen unangenehm. Also, Dankeschön, sehr großzügig, sehr nett. Aber es ist nicht Sinn der Sache hier von unserem. Aber, dafür haben wir es nicht gemacht. Ne? Aber ich weiß ja, dass jeder, der spenden möchte, dass das dann auch nicht hören will. Dass nein, man, das weiß ich. Also herzlichen Dank dafür. Ihr seid super sympathisch und ich schaue eure Videos total gerne. Mach weiter so. Das versuchen wir. Danke. Total gerne. Ja, ich glaube hier mit dem... Ja. Das ist hier abgestürzt, das ganze Thema. Man darf, glaube ich, die Konsole nicht im laufenden Stream wechseln. Ob du sehr gerne Skateboard fährst, wird gefragt. Ja, ne? Schon.
Mach ich sehr gerne. Habe ich schon gemacht. Ich hatte schon abge... Und unsere Technik meldet sich gerade und hat mir einen Tipp gegeben, aber ich habe das gerade schon gemacht, aber ich mach's nochmal eben. Sag mal, die Leute im Hintergrund, die sind ja immer sehr, sehr wichtig. In Lübeck waren wir noch nicht, aber da möchte ich unbedingt nochmal hin. Soll nämlich auch sehr schön sein. Und Lüneburg übrigens auch. John, deine Lieblingsachterbahn? Scream. So. So, gucken wir mal, ob sich da gleich was ändert. Au. Ist gut? Ja, ganz schön eng hier mit drei Personen. Ja, du wolltest ja, dass ich dazukomme. Ja, 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 jetzt geht's. Moment, ich muss eben die Software neu starten. Danke an die Technik. So, ich glaube, jeder Switch-Spieler hat Mario Kart. Ganz schön komisch, finde ich. Aber kann auch jeder da eigentlich online spielen? Ja. Muss man da so beitreten? Ja, man muss beitreten. Das hat ja auch nicht jeder, oder? Das weiß ich nicht. In Spanien waren wir auch schon öfter. Das ist natürlich der kurze Flug und die Insel, also hier Mallorca, wo wir oft waren. Fuerteventura. Ja, ist auch Spanien. Ich weiß, aber der kurze Flug fällt mir jetzt zu Mallorca perfekt ein. Ist immer, wir wohnen ziemlich dicht hier am Flughafen und dann ist es natürlich umso schöner, dass man gleich am Flughafen ist und dann nur kurz sich ins Flugzeug setzt und dann schon da ist. Gut, jetzt muss ich schon mal eben was erstellen hier, wie ich sehe. Mach ich gerade. Und da musst du mir mal erklären, wo die Leute dann hinkommen müssen. Wir machen ein geiles Symbol. Ist egal, welches Symbol habt, es geht ein bisschen schneller, sonst ist das zu langweilig dann, ne? Gut. Jetzt einfach. Stefan und John. Genau, hab ich vor. Das ist eine gute Idee. Ja. Travemünder-Woche sagt mir jetzt gar nichts, aber ich weiß, Travemünde ist auch wieder so eine Stadt, wo ich auch gerne mal hin möchte. Und ich glaube, da kann man auch sehr gut mit dem Zug von Bremen hinfahren, wurde mir gesagt. Also mit dem Zug fahren? Ja. Ist nicht drin. Nee. Na, also, jetzt sowieso nicht, nein. Aber. Nee. Wozu haben wir denn ein Auto, wenn wir mit dem Zug fahren? Dass ich mich da wieder auf irgendwelche Abfahrtzeiten. Ja. Nee. Leonard. Du sagst, du hast geschrieben, dass wir dich grüßen sollen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, wir können auf diese ganzen Grüße nicht eingehen, weil da steht bestimmt 500 Mal drin im Chat. So, ich lasse das jetzt hier offen. Diesen Code müsst ihr eingeben, wenn ihr eine Lobby sucht. Ach gut, okay. Gut, also ich mach's jetzt weg. Nein, lass mal offen. Gut, dann kann aber keiner beitreten. Ach so, warte mal. Ich schreibe mir das mal eben auf und dann sage ich das gleich nochmal durch. Okay, dann können die das nämlich. Also, die Lobby heißt wie der Kanal, Stefan und John. Genau. Aber man muss den Code eingeben, dort findet man einfach. Habe ich aufgeschrieben. Okay. Gut, und der Code ist 3286-5965-4187. So, ich gehe jetzt rein. Ja, wir teilnehmen. Oh. Sag Bescheid, John, wenn man. Achso, suche nach Spielern, okay. Na, also, na, ich. Also, ob es so schnell ging. Wir suchen hier nach Spielern, das steht da halt nur, dass du online gehst. So, Yves, warum sind schon welche drin? Auch sehr schnell, ne? Ist doch gut. Aber was nehmen wir denn? Wir nehmen jetzt einfach. Ich plug den Code nochmal für alle, die nicht mitgekommen sind. Aber das jetzt können die nicht mitfahren, diese Runde. Ach so, weil ach wahrscheinlich so wird die gleich losgehen, aber du kannst es ja durchsagen. Gut, also für die nächste Runde dann, das ist 3286-5965-4187. Strich müsst ihr nicht mitschreiben. Ach so, ja, siehst du. Kann ich ja nicht wissen, ne? Hey Marie, die ist drin. Lol. Ja! So, Marie, Simon,
Judas, ach, vielleicht kann ich auch ja, Marie kenne ich sogar, mit der spiele ich öfters. Mhm. Oh Gott, ich muss mich erstmal wieder gewöhnen, ey. Oh je, wenn ich das schon sehe, dieses Spiel, also da, das ist ja Hektik pur für mich. Kann man das überhaupt? Das ist immer noch das allerbeste Spiel, aber es ist was ist cool, ich wollte sagen. Nein, das ist ja nicht. Es gibt bessere, Smash Bros. Mhm. Ich finde das total genial. Das ist ja, du hast nicht mal Smash Bros. Gespielt. Also bei Lübeck gibt es wohl auch gute Hotels. Muss ich mal gucken, wie weit das weg ist von Hansa Park. Kann einfach so wie viel einfach zugucken, oder sind wir ja vielleicht schon. Hier kann es gar nicht sein. 20 Stunden oder irgendwie. Scheiße. Wie bitte? Scheiße. Schade. Scheiße. Frauen und Auto fahren. Naja, aber John fährt ja hier. Achso. Auf Platz 5. Ja, ich bin nicht so gut im Rennen. Aber der Julius, der ist gerade überholt worden. Scheiße. Aber das hat nicht lange gehalten. Hä, Marie, jetzt bist du auch mal endlich fertig gemacht von jemandem. Von dir? Go, go, nein, go, Johnny! Nenn mich nicht Johnny im Stream. Achso. Auf jeden Fall, ich spiele mit der öfters halt. Und ja, da macht sie mich immer platt. Was ist dein Lieblingsbier, Stefan? Ja, eigentlich im Augenblick ein Pale Ale, egal von welcher Firma eigentlich. Pale Ale von der Bremer Brauerei, die es hier gibt, wie heißt es nochmal? Union. Union Brauerei. Union das ist also ein, also wer mal nach Bremen kommt, der muss zum Stadtteil Walle fahren, da gibt es die Union Brauerei und da gibt es ein Pale Ale. Und wer gern Bier mag, also die haben alle Biere lecker in dieser Brauerei. Mama, kriege ich noch mehr Tricks? Ja, gleich. Und Jan Dittmann, der Name sagt mir auch was, fragt, wie es uns damals in Grevesmühlen gefallen hat. Das ist lustig, weil ich hatte gerade auf Facebook die Erinnerung, was war heute vor, was weiß ich, wie viele Jahren. Und ich glaube, vor ein paar Tagen waren wir in Grevesmühlen, haben da übernachtet. Das könnte 6 Jahre her gewesen sein. Das war da, wo wir... Das war so toll da, die Ecke. Ja, das war echt schön. Ich bin so schlecht. Anonym sein Vater fragt, macht ihr morgen wieder einen Stream? Ich muss mich erstmal jetzt ein paar Tage von diesem Stream erholen, glaube ich. Das war schon genug Chaos bis jetzt. Oh, ich hab. Ey, was ist das denn für ein geiles Item? Ja, Chaos war es wirklich, aber daraus lernt man ja nur. Und nochmal nach Österreich, ja, das wäre super. Ja, das wäre auch nebenan, ne? Das war super. Kommt ja auf Platz, ey, gut schon. Wie viel mitgespielt? Achso. Was ein Dreck. Darf ich auch mal? Nein. Hast du ja jetzt gerade eingefahren, ne? Na, weißt du, ich mach dieses Cup. Komm. Ich mach dieses Cup zu Ende. Okay? Nee, mach ich mal. Ich will das Cup ja zu Ende spielen. Achso, na gut. Also, ja. Gut, mach mit. Jetzt sind gerade zu viele drin. Waren wir schon mal in Blumen? Bring mir einen Trick, Simone, bitte. Gleich. Jetzt kannst du dir auf eben eins. Womit fahre ich? Womit geht's Tempo? Mit A. Und womit, hier mit Gas geben? Nein, mit A. A. Ah, das Gas geben und hier mit lenken, alles klar. Ja, das geht ja gut los. Ja. Wie startet man das Spiel jetzt? Es geht los, klar. Achso, gut. Kann wieder was werden. Ja, vor allem mit dir. Oh. Also A ist Gas herzlichen geben. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Der ist nämlich heute 16 Jahre alt geworden. Oh, Glückwunsch. Tricks. Ja. Dann darfst du ja in 2 Jahren GTA spielen. So. Ah. So. Welche Figur bin ich denn? Wo, wie heiße ich eigentlich da? Du heißt John. John. Hallo, ich bin der John. Ja. Na, ich meine, wenn man so einen schönen Namen hat, muss man auch schön aussehen. Also bleiben wir lieber dabei, dass ich John bin. Ah ja. Bei 2 Gas geben, okay? Bei 2 Gas geben, jetzt. Ich weiß nicht mal, wie man Power hat. Ja. Und ich bin auf Platz 10. Ey, das ist gut, ja, oder? Super, Stefan. Ich war 5. Okay. Ey, Mann, ich will danach spielen. Wie schießt man da die Dinger ab? Mit welchem Knopf muss ich denn diese Waffen da abdrücken? Hier. Ja, hier. Ach so, mit damit. So. Einfach probieren, Stefan. Nee, damit springt man. Mit der anderen Seite dann. Einfach probieren. Du bist witzig, Johann. Mit dir getan. Ja, du hast mir das. Sag mir doch mal, wie die schieße, den Knopf. Mit der anderen Seite. Du bist einfach.
Da bist du mal dran, Simone. Ja. Hier ist das Spiel. Da sind so viele drin. Aber Sprüche machen kann ich auch. Oh, oh. Letzter. So lang fahren muss hier. Hilfe. Gut, die anderen alle. Ja. Da sehe ich einen. Fini. Dann gib mal ein bisschen Gas. Ich kann nicht schneller. Ach so. Ich glaube, sie sollte wieder gar nicht fahren. Nee, ich glaube auch. Puh. Na, in Hamburg waren wir natürlich auch da schon mal. Gibt es, glaube ich, auch ein, zwei Videos von. Spam, spam, spam das Ding. Spam das Ding? Was heißt das, spam das Ding? Oh, hallo Familie. Was? Hallo Familie, schreibt jemand aus der Schweiz. Ach so. Danke für die Spende, Pixel Game. Ah ja, danke gesehen, danke schön. Ja, da müssen wir nachher nochmal drauf eingehen. Und sonst werde ich mich später nochmal bedanken. Sonst, falls wir was übersehen haben. Ey, ich glaube, wir haben beim Stream noch nie so viel Kohle gemacht. Ey, wir müssen mehrmals Streams machen. Oh, die Kamera läuft ja noch. Du bist ein Idiot. Nein. Herrschaftszeiten. Boah. Ja. Hat doch super geklappt. Merke. Du hast so ein ziemlich dummes Fahrzeug ausgewählt, unser rechtes Motorrad. Zelda ist geil. Ich finde auch, das sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, lässt sich aber schwer fahren. Ich weiß auch nicht, wann man die Dinger abschließt. Wer ist der bessere Spieler von euch? Ja, ich glaube, von uns dreien ist bestimmt schon am besten. Der spielt ja auch einfach nichts anderes. Hm. Welchen Platz? Fertig. Ja, 8er. Aber Lucy macht 5. 8 von wie viel? Ach, ist doch gut. 8 von 12. Ist ja nicht so schlecht. Ja, wollte ich sagen. Das ist doch gut. Aber die Marie da oben auf Platz 2 schon, die war eben auch schon so gut, ne? Mhm. Ja, die ist gut. So, Simone ist dran. Oh nee, nein, John ist dran. Ich möchte das nicht fahren. Echt nicht? Den Schnitt kaputt. So, was geht? Wart ihr schon mal in Bremen? Ja. Ich? Schon lange her, aber, ne? Ja, schon ziemlich lange her. Das erste Bier, ja, des Tages, das ist das erste Bier des Tages, das stimmt. Moin Jens, Wenzel, hallo. Simone, komm schon, wir wollen dich spielen sehen, macht sie gleich auch. Oh nee. Jeder muss einmal, ich muss doch auch ja. Du wolltest. Mhm. Du hast dich aufgedrängt, ich muss das jetzt ausbaden. Ach, wie ist hinter mir? Mhm. Wie kann man sich eine Sonnenbrille für sein Mii nehmen, ey, okay. Kann mir bitte mal einer sagen, weil ich nicht sehen kann, wie viele hier gerade noch zugucken. Nicht, dass wir hier... steht da oben. Wo steht das denn? Weiß ich nicht. Ach, hier. Oh. Oh, wir sind ganz Schlaubi. Schlaubi? Was? Moin, Tom. Jason, vielen Dank. Grüße von André und Max aus Hildesheim. Oh, ja, oh, da sind wir ganz schön viele noch. Wir kennen dich ja gut. Noch. Wir kennen, ist das der André? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja, natürlich. Guck, 350. Ha, Marie, ich hab dich überholt. Sehr nett für eure Antworten mit den Zahlen. Danke. Moin, Fabian. Los, Simone. Nein. Ich will spielen. Wir gehen nochmal Simone mal. Ich hab grad fast Marie. Sie fand ja auch schon diese Figur so toll. Mal sehen, wie schnell das ist. Ist nicht schnell, weil ich jetzt bin. Ich hab schon mal mit ihr Bus-Simulator gespielt, da hat sie schon abgeschrieben. Ja, das war lustig. Nee. Das war lustig. Bin ich die falsche Strecke gefahren? Mit Absicht hast du gelacht. Mhm. Wem musst du Scheiße bezahlen? Ich bin 52 und danke für die Grüße aus Dortmund und auch für die Grüße aus Unterfranken. Wie kommen wir mit der heutigen Zeit zurecht? Ich hab's vorhin schon mal gesagt, kann ja mal Simone sagen, wie sie damit zurechtkommt. Ich meine, man sieht ja auch der letzte Mensch. Ich habe aber, kann ich schon mal sagen, Montag 11 Uhr und einen Friseurtermin. Du bist aber mutig. Wie ist das denn? Mit den ganzen Maßnahmen da, mit den ganzen... Die kommen ja gar nicht an dich. Na, ich bin gespannt, was du ja, erzählst. Ja, meine Seiten sind aber wie oft Dschungel, aber Simone lassen. Du bist ja nur neidisch, ne? Überhaupt nicht. Also sehr gut, wie kommen aber du bist ja auch die Haare. Also, ich sag mal, so
man gewöhnt sich ja, das, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, man gewöhnt sich ja an vieles, ne? Was ist denn? Ja, sag ich mal, die ersten Einschränkungen waren natürlich extrem, aber mittlerweile hat man sich an so vieles gewöhnt und, oder? Ja. Ich nur diese Masken beim Einkaufen, das ist total ätzend. Also man kriegt, doch, du kriegst keine Luft. Finde ich gar nicht so schlimm. Finde ich schlimm. Hä, du hast nicht mal... Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich finde es sogar eigentlich eine, also, ich will nicht falsch verstehen, ich finde es eigentlich eine ganz gute Zeit, weil ich hier so schöne Ruhe zu Hause habe. Ich weiß, ich kann eh nichts machen, ich brauche gar nicht wegzugehen. Ich kann hier zu Hause schön in Ruhe meine Sachen machen. Ja, Ruhe hast du aber nur solange Simone arbeitet. Das stimmt. Jetzt gibt es aber eine Ausnahme. Wir grüßen mal ganz, ganz lieb zurück. Und zwar den Michi, die Yvette und den kleinen Sammy. Und ja, wir hoffen, es geht euch gut, so gut wie uns in einfach diesen Zeiten. Und das sind die Grüße zu unserer Familie, die wir gerade grüßen. Und bei euch lockert sich, glaube ich, alles wieder etwas. Und Stefan Flex mit Friseurtermin. Ja, womit auch sonst. Ja, was hast du nicht? Ich habe nicht viel zu flexen, genau. Nein. Luis, Fortnite können wir jetzt nicht wieder machen, weil es auch so schwer war, die Konsole zu wechseln. Aber ich denke, wenn wir nochmal... Sechster Platz. Simon ist dran. Wenn wir nochmal wieder einen Gaming-Stream machen, und ich denke, das machen wir jetzt wahrscheinlich etwas öfters, da müssen wir ein bisschen mehr natürlich uns konzentrieren und das planen, dann kommt wieder Fortnite. Und wenn John nicht will, dann würde ich mich bereit erklären, na, obwohl da habt ihr nichts mit... Gut. Ja. Lea fragt, ich muss da sitzen, glaube ich, sonst kann ich das nicht so. Lea fragt, wie ich das mit der Brille mache, mit der Maske, die beschlägt nämlich immer. Das hatte ich auch bei meiner ersten Maske. Und jetzt die anderen beiden, die ich habe, die haben hier oben so einen Metallbügel drin. Und dann kann man so schön randrücken und dann beschlägt die Brille auch nicht mehr. Das ist auch viel angenehmer vom Tragen. So, wie geht denn das jetzt los? Kann ich schon machen? Drück A. Habe ich schon gemacht, da stand da ja. Mit A fährst, gibst du Gas, hiermit wirfst du. Mhm. Ich probiere einfach aus, okay? Nee, das wird auch nichts, das weiß ich jetzt schon. Ich bin so freundlich und lass alle hier vor mir gewinnen. Mit Absicht natürlich, ne? Mit Absicht natürlich. Eine schlechte Johnny. Geht ans Animal Crossing. Auf was für eine Konsole spielt ihr gerade? Also gerade eben haben wir noch PlayStation gemacht, jetzt auf der Nintendo Switch. Oh, ich habe sogar jemanden überholt. Oh, aber warum fährt der so schneller? Weil du groß spielst. Oh, ich kann aber. Das regt mich auf. Ich möchte das auch nicht live spielen. Ist ja live. Ja, eben, möchte ich gar nicht. Bin ich schon letzter? Nee, einer ist noch hinter dir. Einer ist noch schlechter als du. Ich glaube, der ist nicht schlechter. Der ist einfach nur freundlich und. Da, du, da ist er schon. Was hast du denn gemacht? Das war das Ding automatisch. Das war auch so. Ich werde nicht mehr abgeworfen. Nee, musst du nicht, du bist verfehlt. Da ist er nicht. Oh. Also, ich sag mal, selbst hier die Spur zu halten. Mirko, gut gemacht. Ja, jetzt bin ich letzter, ne? Das macht keinen Spaß. Das hat auch keinen Unterhaltungswert. Also, gleich kann John weiterspielen. Hat einen hohen Unterhaltungswert, finde ich. Nee. Aber ich konnte diesen ganzen Sachen Simone. Nie was abgewinnen. Ich habe da keinen Spaß dran. An diesem Simone, hofft mal nicht auf den Sieg. Steht da. Fragt jemand, wie viel Biere trinke ich am Tag? Das kommt immer darauf an, ob man arbeiten muss, ob Wochenende ist, wie das Wetter ist. Das kann ich so pauschal nicht beantworten, ehrlich gesagt. Boing. Das ist echt, ich habe da echt die letzte Runde. Super, ich freue mich.
Und dann immer diese komische Musik dazu, dieses Friede, Freude, Eierkuchen hier, dieses... Ich glaube, alle sind schon angekommen, denke ich mal, die anderen Mitspieler. Nee, noch nicht. Fahren die noch? Die machen gerade kurz hier eine Frühstückspause, weil sie wissen... Grüße aus Werder Havel. Auch schon mal gehört. Fertig. Kann ich was beenden? Macht ihr dann auch einen Gaming-Highlight-Channel, ja, wenn es mal Highlights geben würde? Hier, was John. Das war... So, jetzt reicht mir das mit diesem... Oh. Jetzt fliegt wieder einer raus. Derjenige, so, wird schon, kannst du das? Derjenige wird schon wissen, wer es ist. Der nervt schon die ganze Zeit. Ach so, ja, habe ich auch schon gelesen. Und tschüss. Was hat er denn gemacht? Nix, doof geschrieben. Er hat geschrieben, John ist der Beste. Warum kickt man ihn dann? Ja, warum wohl? So. Wie alt ist Simone, wird ja gefragt. Oha. Also, so, wie alt sie aussieht, wissen wir alle, aber... Was? Schreibt mal erst, was schätzt ihr denn, wie alt ich bin? Ihr wisst, wie alt John ist, ihr wisst, wie alt Stefan ist. Wie alt bin ich denn dann? Zwischen 53 und... Was würdet ihr so schätzen? Sagen wir einfach so von 16 bis 70. 70. Simone soll mal GTA 72. Ja, schon nah dran. 80 war noch dichter. Also das 70 nehme ich mal jetzt so als Scherz, aber sonst sind die Leute gar nicht so schlecht. Dicht dran, genau. Ich bin 46. 94. 46. 94. Mario. 55. Ja, 100. Älter. Und so höher, umso näher seid ihr dran. 67 und Stefan ist 77. Mhm. Vierter. Wann geht John normalerweise schlafen und wann steht er wieder auf? Na, ich ist immer unterschiedlich. Wir sagen so in der Schulzeit, da haben wir meistens eine Zeit, die begrenzt ist, aber da ist jetzt ja auch alles über Homeschooling gibt. Na, ich teile mir das halt selber ein. Wann stehst du wieder auf? Keine Ahnung, kommt drauf an. Also heute bin ich sehr früh aufgestanden, also 9 oder so. Das ist ja früh aufgestanden. Ja. Bin auch mal interessiert. Was, wann steht ihr denn so auf? Mhm. Also ich bin ja einer, der normalerweise um 8 Uhr aufsteht. Also das ist schon spät für mich. Steht, ja. Was? Ja. Da hat man doch was vom Tag. Das ist herrlich. Im Sommer, da stehe ich so früh auf, wie es geht, ja. wenn ich frei habe. Ja, und dann rennst du sofort zum Kühlschrank und den Kasten. Dann gehe ich immer nach draußen auf den Balkon und genieße die Morgenstimmung. Und die Kasten. 12 Uhr, oh nee, da wäre der Tag schon gelaufen. 8 Uhr, hier, Nico. Dann hätte ich schlechte Laune. Sehr sympathisch. 11 Uhr, 14 Uhr, CD Games 8 Uhr. Das ist auch ein normaler Mensch. Was, 12 Uhr? 6 Uhr oder 7 Uhr, das ist auch so meine 12 Zeit. 12 Uhr, wer steht denn mittags auf? Holger Lersch, hallo, hier ist ja was los. Ach. Wollte nur Hallo sagen. Ja, Gaming Stream ist auch nicht so mein Ding, aber es wird halt gewünscht. Und ja, was soll ich sagen? Wir machen hier alles mit. Aber das Schlimmste habe ich schon durch. Holger, guck mal. Andersrum die Dose halten, oder? Nee, ist doch so. Ja. Da hast du echt was angefangen, Holger. Damit ist auch ein Gaming-Stream für mich erträglich. Nein, warum bin ich so schnell? 15 Uhr, 16 Uhr. Bin ich so schnell? Gut, ist natürlich klar, wenn man natürlich die Nacht durchmacht. Mhm. Ich bin ja jemand, der auch relativ... Es ist noch ziemlich gut, aber gestern ist es schwer geworden. Ja. Oh, ich bin mal dran. Mann, ich will auch mal spielen. So. Warum bin ich letzter? Ist das Spiel hier für euch interessant oder ist das für euch langweilig? Sonst nimm Smash Brothers. Wir einmal gegeneinander Smash Brothers. Bitte, ich will das schon so lange. Erstmal eben hier die Leute fragen, ob das interessant ist, das Spiel hier, Mario Kart, oder ob wir was anderes. Mit der Switch bitte, nicht wieder umstöpseln in die Konsole. Nee, das... Kann John für seine Zuschauer singen? Ja? Und zwar jetzt. Kann er, aber macht er nicht. In Corona kann ich nicht arbeiten, sagt David. Das ist ja, das ist natürlich echt hart. Also das ist, deswegen
spüren wir das alles noch nicht so extrem, weil wir noch ganz normal arbeiten gehen dürfen. Darf ich meinen letzten Trick so, allerletzten? Ja. Yeah. In die Ecke liegt einer auf dem Regal. Da fragt jemand, ob Simone auch Achterbahn fährt. Soll ich mal was konzentrieren? Tut mir leid. Na klar fahre ich Achterbahn. Also ich fahre ja Kolossus und so. Ich fahre sehr gerne, aber ich brauche immer Pausen zwischendurch, sonst wird mir schlecht. Mario Kart schreiben viel, schreibt einer. Luigi's Mansion können wir auch spielen. Ich glaube, beim nächsten Mal machen wir es so, dass wir nur eine Konsole immer nehmen und darauf dann mehrere Spiele machen. Mhm. Ein Baba. Prinzessin Kiwi, herzlichen Glückwunsch zum 15. Geburtstag. Oh, alles Gute. Nur bitte konzentrieren. Wann soll ich drücken? Bei 2 hast du gesagt. Mhm. So ein paar Millisekunden nach 2. Jetzt. Nur, du musst die Fragen beantworten, dann sind sie da. Nicht 8. Boah, Krempel-Heini, wer war das denn? 11 da bin ich. Wie viel spielen wird? 11. 12. Oh, 12. Nee, 11. Ich kann das wirklich nicht so schnell lesen. Ach, oh nee, du bist blöd. Ja, wie geht's uns? Eigentlich geht's uns ganz gut, aber ich muss sagen, was keiner irgendwie glaubt oder sich vielleicht vorstellen kann, so ein Stream ist wirklich anstrengend. Ich weiß, also, nach. Ich weiß gar nicht, ich kann das auch nicht erklären, woran das liegt, weil eigentlich macht es Spaß, das ist gar keine Frage, aber es ist wirklich anstrengend. Also, du willst allein ins Bett gehen, ja. Marie, ich hab dich gleich. Allein die Vorbereitung hier, also da habe ich mich herausgezogen. Da bin oder ich auch dazwischen nicht gefunkt, aber. Du wirst ihn nicht fertig machen, du machst ihn fertig. Oh nein, ich war so nah dran. Was ist verkehrt bei dem Knopf, den ich drücken muss? Wie kriegst du diese. Oh. Ach, das finde ich lustig. Ich fahre U-Bahn. Achterbahn ist zu viel für mich. Ja, das finde ich lustig. Der 10. Ah, er ist stehen geblieben. Ach so. Gut, der Fingi, der dich am Anfang geraucht hat. Danke, Michi. Danke, Michi, dass du zu mir hältst. Ich kann nämlich am besten spielen. Glaub mir, diese die Entscheidung wirst du noch bereuen. Ja, was für. Wir haben Michael, ich schick dir auch meine Pastete in die Schweiz. Sehr nett. Ich schlafe nur, sagt die freche Wurst. Macht ihr bald wieder eine Challenge in einem Vlog? Ja, bestimmt eine, die man draußen machen kann, ja. Mhm. Aber es müssen einem auch gute Sachen einfallen. Es gibt mal eine Challenge, da hat uns nämlich jemand herausgefordert. Jemand, der Robin heißt. Das kommt im nächsten Vlog auf jeden Fall. Eine Herausforderung, keine Challenge direkt. Ach so, stimmt, da muss ich noch was verkaufen. Wir haben alles dafür da. Ach so, nee, ich dachte, da habe ich nicht mehr. Was musst du denn kaufen? Sag ich ja nicht. Wir schneiden im Moment mit Premiere Pro und Simone schneidet mit Magix. Einer kommt aus der Schweiz. Simone ist aber auch humorvoll. Naja, Humor lässt sich ja streiten, ne? Eben. Oder eben nicht streiten, ne? Ja, hallo aus gut, Bayern. Da kriege ich auch wieder Fernweh, wenn ich das lese. Man lacht aber nur bei Simone, weil es nicht witzig ist. Ach so, ich dachte, das ist jetzt aus Mitleid. John, weißt du, wer ich bin? Fragt Marie Carina. Ja, ich glaube, du bist die, die gerade mitspielt, oder? Nee, Carina. Sonst weiß ich es nicht. Sonst weiß ich es wirklich nicht. Ich kenne die kann doch nicht schreiben und hier spielen gleichzeitig. Bisher habe ich schon telefoniert und gleichzeitig der Nachricht drin. Ja, telefonieren muss man ja auch. Ja, ich weiß. Doch, da haben wir. Ach, Mann. Ja, hat sie ja jemanden. Wie lange geht es? Ich glaube nicht mehr so lange. Was geht so lange? Das ging. Ja, wann geht's das nächste Mal in den Heidepark? Komische Frage, weil das weiß ja keiner im Moment, wann das wieder losgeht. Ich kann dir aber garantieren, es gibt dann einen Vlog. Mhm.
So Mika, danke schön für die Grüße aus Hamburg. Grüße aus Unterfranken in Bayern. Herrliche Gegend. Danke, Grüße zurück. Fallschirmspringen fällt aus, komplett. Da würde ich... Leute, ich habe mich gerade mal vor einem Jahr in den Freefall gewagt. Da springe ich doch kein Fallschirm. Ganz ehrlich, Fallschirmball wüsste ich nicht, aber ich möchte mal Bungee springen. Richtig, ja. Bordprobleme, was soll das denn heißen? Hast du schon Skate 3 abgezockt, John, wurde hier gefragt. Fast, ich muss noch so eins von Hall of Meat machen, was ich nicht schaffe. Viele Grüße nach Pforzheim. Pforzheim heißt Pforzheim. Das. Grüße aus Köln und kennt ihr mich? Kaspar? Nein, kennt ihr nicht. Ich kenn's. Ich weiß, dass ein Kaspar ganz oft auf Instagram schreibt. Wenn du der bist, dann weiß ich, wer du bist. Sonst kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, so genau. Grüße aus Bremen, heiße Kaya. Grüße zurück. Wir wollten noch einen. Achso, stimmt ja, wir müssen ja gar nicht mehr. Du verstößt gerade gegen die Regeln hier. Zock mal Skate 3 im Stream. Das geht glaube ich gar nicht, weil wir die glaube ich nicht mit HDMI anschließen können. Die, oder kann man die, die ist die angeschlossen bei dir? Nee, ich kann nicht alles raus. Nee, nee. Jetzt ist er sowieso nicht, ne? John spielt kein Fußball. Ich habe euch das Video geschnitten. Was? Das Video geschnitten? Das ist ein Video. Ah, warte mal. Doch, ich weiß. Das schicken ja ganz viele. Ach so, ich weiß. Genau. Jetzt weiß ich es auch. Ja, alles klar. Ja. Auf Grüße. Instagram ein Zusammenschnitt. Von uns. Ja, was? Ja, zeig ich dir. Dann. Ja, also der 1. Mai. Normalerweise wäre man jetzt da draußen. Aber ich sehe gerade hier in Bremen lockert jetzt die Bewölkung auf. Vielleicht haben wir morgen ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter. Naja, ich war heute Vormittag eine Stunde draußen. Das war gutes Wetter, es war warm. Das habe ich den ganzen Tag gemacht. Ich ja, du hast dich hier vorbereitet. Das tut mir auch leid. Ja. Da wohnt jemand in Bielefeld. Schon wieder einer. Das scheint doch zu geben, Bielefeld. Game Brother, Real Talks, moin. Ja, wir können mal wieder so ein Q&A machen, natürlich. Vielleicht können wir das sogar mal als Stream live machen. Das ist ein bisschen spannender, oder? Ja, hier hat es auch die ganze Nacht geregnet. Hier hat es sogar vorhin bei mir reingeregnet. Macht ihr öfter Gaming-Streams? Ja, wir haben es überlegt. Das ist jetzt sozusagen unser Versuch. Da sind bestimmt noch einige Sachen zu verbessern. Mensch, wir sind Vlogger. Ja, aber ich denke, wir machen es öfter nochmal, ne? Ja, ja. Müssen wir das ein bisschen. Jetzt wissen wir ja, was wir wollte falsch gemacht sagen, haben. Man muss also, es erstmal ausprobieren, um zu wissen, wo es hakt oder was man anders machen müsste. Aber sag mal, ist denn einer von euch jetzt hier, der den ganzen Kram jetzt von Anfang bis Ende durchgehalten hat? Oder seid ihr alle später dazugekommen? Denn wie lange läuft der Kram jetzt? Es ist 8:30. Mhm. Wir haben angefangen. Um 6. Um 6. Marie ist wieder da. Ja, hast dich gut geschlagen. Ich wollte dich gerne überholen, aber hat nicht geklappt. Ich kann nicht so neben dir sitzen, weil du redest immer so laut. Ja. Ja, voll. Stefan, das ist halt so einer, der immer, wenn er telefoniert, er macht so, ja, hallo, alles gut? Ich bin es gewohnt, bei der Arbeit laut zu sprechen. Ich bin zwei Jahre, ich bin erst da. Tatsächlich jemand seit der ersten Minute dabei. Tatsächlich? Mensch. Bei 6:15. Du sitzt sechs. Adrian. Also da muss ich aber sagen... Oha. Scheiße, ich war Erster und... meine Hochachtung. Aber was macht man die ganze Zeit, wenn man sich das anguckt, ganz ehrlich gesagt? Isst man dabei Mittag oder Abendessen? Oder... Ich meine, ich gucke auch öfters einfach nur so Gaming-Streams. Liebe Grüße aus NRW Hattingen. Dankeschön, ich sag ja, wo Hattingen ist. Aber ich bin auch in Westfalen offensichtlich. Mhm. Da war es ja mit Corona auch ganz schlimm, oder? Ist immer noch, keine Ahnung. Lieblingsspieler von Werder Bremen, tja. Also früher hatten wir einige Sympathieträger. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Ja. Auch wenn mir die Namen gerade alle mal so einfallen, aber... Diego zum Beispiel. Ja. Ja, aber mir fällt gar nicht mehr ein. Also nee, ich sage dir, ich bin zu lange raus aus dem Thema jetzt gerade. Ich muss auch sagen, ich habe im Moment keinen Lieblingsspieler von Werder Bremen, also... Ich hoffe, dass wir es noch irgendwie schaffen, und wenn wir es nicht schaffen, dann ist es halt so.
Wie viel Dollar, Euro macht ihr mit einem Video? Pizarro-Legende, genau. Ja, der ist natürlich auch gut. Ja, klar. Der ist ja auch wieder da. Durchschnittlich. Ich hab das auch über gar nicht. Geld spricht man nicht. Na, das ist halt auch immer so, es ist unterschiedlich. Du bekommst ja nicht pro Video. Beispielsweise, alle Klicks werden, ich erkläre euch mal das System, wenn ich es weiß. Also, alle Klicks werden zusammengezählt und ab einer bestimmten Zahl bekommt man eine Summe. Aber also jeder kriegt eine gleiche Summe, die er für Klicks kriegt, dass er die überhaupt bekommt. So. Und dann. Ja. Und dann halt wird da noch was zugezählt, bis es überwiesen wird. Und dann ist dieser Betrag, den du bekommst. Das ist immer unterschiedlich. Mal hat Payne auf uns reagiert und haben wir schon viel bekommen. Also Payne, falls du das siehst, reagieren wir wieder auf uns. Ach, so war es auch nicht. Das ist ja völliger Blödsinn, was ich da gerade gehört habe. Tut mir leid. Hast du mir mal gesagt. Also so ist, geht das nicht. Abonnenten, da sind viele auf uns aufmerksam geworden, ja. John. Genau. Sagt jemand, er ist schon eingelaufen mit Brödel. Na, das ist natürlich, wenn man ein Einlaufkind ist im Stadion, das muss natürlich super sein. Da wäre ich viel zu aufgeregt, glaube ich, gewesen als Kind. Also, um es nochmal eben zu beantworten, mit diesen Klicks. Da denken ja alle, dass man sonst so viel Geld damit verdient. Bei uns ist das nicht so, dafür haben wir viel zu wenig Aufrufe und viel zu wenig Abonnenten, auch wenn es 25.000 jetzt fast sind, was ja für uns total viel ist. Aber dass man damit Geld verdient, das ist ein Taschengeld, so kann man das sagen. Und pro Video kann man es auch nicht behaupten, dass man sagen kann, pro Video kriegt man 20 Euro oder sowas. Ich weiß es echt ehrlich gesagt nicht. Das hängt auch immer davon ab, wie gerade dieser Kurs da ist, den man pro Klick bekommt. Keine Ahnung, ich wollte sagen, wenn wir es nur für Geld machen würden, dann hätten wir schon längst aufgehört, weil das lohnt nicht und das ist auch gar nicht unser Ziel. Wie gesagt, wir haben immer schon für uns selber gefilmt als Erinnerung und jetzt machen wir es halt öffentlich. Und also ich gucke mir ganz oft alte Vlogs von uns an, einfach um mich an die Zeit zu erinnern, was wir unternommen haben. Das ist halt wie ein Fotoalbum für uns. Und um selber Klicks zu machen. Nein, in bewegten Bildern irgendwie. Das ist eine Erinnerung und es macht auch Spaß. Denn wenn man das umrechnen soll, die Zeit, die man da reinsteckt, und dafür dann das Geld, da brauche ich nicht für... Dann nee. Und dann, wie gesagt, wir beantworten ja so viel wie möglich noch auf Instagram, dann die ganzen Kommentare zu den Videos auf YouTube. Die Zeit, die dabei drauf geht, das rechnet sich also überhaupt nicht. Wegen des Geldes machen wir es absolut nicht. Wie lange gehen die Runden noch? Wir sollten das Spiel gleich mal wechseln, ein anderes Spiel für die... Ja, dann kann ich nicht mit den anderen spielen, okay? Ja, und dann kann ich nicht online mehr spielen. Wieso nicht? Ja, weil wir restlich nur Freunde über die Switch angenommen werden können. Ja, aber ich denke, das ist halt von der Zeit, können wir auch langsam aufhören. Genau, ja, beim nächsten Mal machen wir was anderes. Ich habe noch so viele Fragen, die ich noch beantworten wollte. Ich vergesse das so schnell. Ob ich Videospiele mag, hatte einer gefragt. Natürlich mag ich die. Auch sowas finde ich total genial. Auch GTA finde ich toll, aber dieses Smash Brothers ist es, glaube ich, für mich überhaupt nicht. Also, hast du noch nie gespielt? Doch, ich habe es nur. Nein. Das ist Kampfspiel, ist das doch, ne? Wenn man da kämpfen muss, oder? Es gibt viele Kampfspiele, die von Mario. Achso, eine Frage, die ich jetzt auch schon öfter hier gesehen habe. Woher habt ihr die Musik aus den Vlogs? Wo ist das? Wo du das her hast? Also vieles ist aus der YouTube Audio-Bibliothek. Das sind alles Sachen, die sind ohne Copyright. Und dann habe ich mir so einen Kanal bei YouTube rausgesucht, wo man sich Musik runterladen kann. Der heißt, glaube ich, No Copyright. Einfach bei YouTube eingeben, No Copyright Music oder No Copyright Vlog Music, so heißt das, glaube ich. Und Kaspar fragt hier nochmal, wie es während der Corona-Zeit auf meiner Arbeit ist. Habe ich vorhin schon mal. Kaspar ist jemand, der zum Beispiel nicht von Anfang an dabei war. Ach so, das weißt du? Okay. Ja, ich habe es vorhin schon mal erklärt, aber bei uns ist nicht viel davon zu merken. Es ist vielleicht ein bisschen weniger Umsatz, aber da ich in einer Brauerei arbeite, die sich hauptsächlich auf Flaschenbiere konzentriert, merkt man bei uns nicht so viel, dass es weniger wird. Denn die ganzen Gastwirtschaften, die alle zu haben und Restaurants, die schenken ja in erster Linie Fassbier aus. Und wie gesagt, da bei uns das meiste Flaschenbier ist, merken wir da nicht so viel von. Königsblau, nehmen Sie immer Hops bitte. Nehme ich nicht immer Hops, das ist sowas wie Arschloch. Ja, aber ja, machen wir das gar nicht. Nee. Ja, das ist keine Ahnung. Diejenigen, die das Wort heute verwenden, die werden können. Was ist Simones Lieblingsachterbahn? Ich glaube, es ist Colossus. Ich hab Egg. Das ist Colossus. Ich war einmal Erster in der Runde sogar.
dann ist das jetzt ein Zeichen, hiermit aufzuhören und uns ja langsam zu verabschieden, ne? Wie beenden wir den Stream hier eigentlich? Ja, ich arbeite bei Becks. Ich bin da als Brauer seit über 1984. Ich spiele noch ein bisschen weiter. Nee, lass mal, wir wollen jetzt aufhören. Stimmt, dann brauchen wir gleich eine Tür. Seid ihr schon mal Flugzeug geflogen? Ja. Ja? Also mein erster Flug. Also ein bisschen spielen, wenn da Leute nur noch Lust ja, zu aber haben. Ja, dann spiele ich einfach gleich noch in meinem Zimmer weiter und so. Also mein erster Flug war... Ach so. Ja, ich wollte sagen, ich kann hier auch nicht so gut sitzen. Ja, die Familie ist fertig. Geht in den Rücken. Ja, du hast da... Was habe ich denn? Einen Stuhl. Absage mach ich. Ich wollte nur eine Frage beantworten. Ach, ist egal. Bitte. Doch, der Tobias möchte das gerne wissen. Also, sind wir alle schon mal geflogen und mein erster Flug, wollte ich sagen, war tatsächlich, weiß ich auch nicht, das war in Spanien im Urlaub mit meinen Eltern, da durften wir mal in so einer kleinen Sportflugzeug fliegen, so einen Rundflug haben wir da gemacht. Und mein erster richtiger Flug war 1988 nach Amerika tatsächlich, mit Royal Jordanian Airlines. So. Und ich würde sagen, jetzt nach 2,5 Stunden. Können wir auch mal aufhören? Ja, kurz Pause machen. Bin noch nicht mal geschafft hier. Aber die Familie ist fertig. Oder da fragt jemand noch. Doch, noch eine Viertelstunde machen wir noch. Ich kann nicht mehr. Los, dann haben wir 3 Stunden voll. Das ist eine gute Runde. Also mach wieder an das Ding. Ach so, ich dachte nur eine Fragerunde. Da müssen wir ja nicht spielen. Eine Fragerunde? Ja. Wo steht das denn? Ich dachte, das hast du gerade gesagt. Oder das stand doch irgendwo. Nein, da bist du zur dritten Stunde. Na okay, jetzt sind jetzt eh alle raus, also kann ich... Hä? Das, ja, wer schreibt denn das? Das hat ja einer von uns geschrieben hier. Na, ich weiß der schon, wer Herr das war. Hinter den Kulissen, ja, gut. Mal, der Herr von der Technik. Dann machen wir das so. Unser was Manager. Muss ich mir nachher aufhören, den denken glauben doch alle. Das war ein interner Spaß hier. Elvis Vogel, ich vermisse die Heidelberg Park Vlogs auch. Ich mache die nämlich total gerne und das sind so Vlogs, die füllt man mal eben an einem Tag runter und dann macht sogar das Schneiden richtig Spaß, weil das einfach so herrlich ist. Ja, bleib gesund, sagt. Ah, jetzt. Wir bleiben noch eine Viertelstunde. Ach, du schreist. Ich kann. Stefan, du kannst leise reden, okay? Du kannst ganz ich rede. Wo wir die Star Wars Sticker von John hier haben. Die haben wir im Internet mal bestellt, ne? Diese großen. BB-8 hast du doch an der Wand und Yoda. So. Das haben wir im Internet mal bestellt. Könnt ihr mal LS-19 spielen? Was ist das denn? Nee, jetzt nicht. Was? Nee, jetzt nicht. Was ist denn das? Das ist, glaube ich, auch so was Altes. Oh, jetzt kommen wir hier richtig in die Welt. Retro. Retro, genau. Bin ich natürlich nicht so gut drin, ey. Simone, fühlst du dich von den Jungs oft geärgert? Ich weiß ja, wie es gemeint ist und eigentlich ist das immer ganz spaßig und es gehört irgendwie schon dazu, oder? Macht euch auch Spaß, oder? Natürlich. Das würde ich nicht machen. Also diesen Landwirtschaftssimulator, den können wir hier nicht machen. Das ist, dafür ist das, glaube ich, kannst du auch mit 2 Personen spielen? Nee, kann man nicht. Kann man höchstens online spielen. Kennt ihr schon die neue Star Wars The Clone Wars Folge? Nee. Ich kenne noch nicht mal die ganze Serie. Ich kenne sie, ich habe es früher geguckt. Das war im Kindergarten cool, aber jetzt nicht mehr. Ob man uns im Heidepark treffen kann? Man sieht ja meistens auf Instagram schon, dass wir uns dann im Heidepark aufhalten und da kann man uns dann auch gerne, wenn man uns sieht, ansprechen. Den Bus-Simulator können wir gerne beim nächsten Mal machen. Da müssen wir aber dann vorher alles aufbauen, hier mit Steuerrad und so. Wir versuchen, Joshua, dankeschön. Wir versuchen gesund zu bleiben. Bisher ist es uns bestens gelungen. Und in Bremen scheint mir es auch gar nicht so schlimm zu sein. Also, wie gesagt, man kann das, wenn die Maßnahmen, die ergriffen werden, wirken tatsächlich, dann finde ich es auch gar nicht schlimm. Also, wie schmeckt Stefan das Holstenbier? Man sagt ja immer, naja, es hat einen schlechten Ruf, aber so schlecht ist es gar nicht. Aber wenn ich in Hamburg bin, trinke ich aber lieber Astra, muss ich sagen. Warum kann ich hier nicht rüberspringen? Was ist das? Wie man Autogrammkarten bekommen kann, das steht nicht in der Videobeschreibung. Doch. Oder doch? Steht da, ne? In der Videobeschreibung steht da. Hans Jupp, ich glaube, das Armband... Die Adresse steht da, bitte einen Rückumschlag. Der frankiert, heißt mit Briefmarke drauf. Wie ist es, nett zu sein? Weiß ich nicht. Ich bin nicht nett. Wie ist es, immer hops genommen zu werden?
Ach, Königsblau schon wieder. Hallo. Wie das ist? Keine Ahnung. Nicht schlimm, offensichtlich. Ja, du brauchst die Frage nur einmal zu stellen. Ich habe das hier schon zweimal gelesen. Könnt ihr mit John den Multi... Was? Wir können jetzt die PS4 nicht wieder anschließen, weil es gibt wieder Probleme. Also Fortnite nochmal mit Zuschauern, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so toll war. Ich fand's ziemlich... Also weiß ich nicht. Nintendo 11 fragt nochmal, was ist, schon seit mehreren Malen hat er das gefragt, was ist Johns Lieblingsessen? Sag einfach, was du gerne machst. Muss ich das sagen, letzten Mal? Pasteten ist es sogar immer noch. Und was ist das zweitbeste? Manchmal hat man ja auch so eine Phase, ne? Dann mag man gerne das Essen gerne und dann hat man es irgendwann über und dann mag man was anderes gerne. Nutella aus dem Glas mit einem Löffel. Julius fragt, habt ihr heute einen Vlog aufgenommen? Wir haben tatsächlich angefangen. Ich wollte noch was filmen hier in diesem Stream. Mhm. Oh ja, das kann ich mal eben machen, ja. Das wollte ich vorhin auch schon zwischendurch. Ach, aber ich habe die Kamera nicht gefunden. Das habe ich ganz vergessen. Muss man ihn noch auf jeden Fall machen. Aber mach mal weiter mit den Fragen da. Ja, Stefan, was ist denn dein Lieblingsessen? Kann ich auch beantworten. Das sind auch Pasteten. Das sind Pasteten. Das habt ihr schon von mir abgeguckt, glaube ich. Nein, das hast du von mir. Mach mal eben, was ja, das kommt gerade nichts, was ich so... Ach, Stefan, du hast ein cooles Star Wars T-Shirt an. Das liegt wahrscheinlich daran, dass... Simone das ausgesucht hat. Stefan, nee, das mal zum Geburtstag bekommen hat von John und Mia, ne? Ich habe eine DS. Wie bekomme ich Spiele? Ja, ich glaube einfach hier bei Amazon. So, es ist jetzt viele Stunden später inzwischen... Wir haben hier jetzt seit 3 Stunden unseren Stream gemacht. Es gab diverse Pannen. Es ist stressig gewesen, aber war irgendwie auch lustig, muss ich mal sagen. Und wir haben natürlich den Chat ziemlich vernachlässigt, ja. Aber das war auch... ich muss mal was beantworten. Was ist denn? Also dein T-Shirt hat hier heute große Nachfragen ausgelöst. Das kann man auch nicht mehr kaufen, glaube ich. Das haben wir dir vor 2 Jahren geschenkt. Das gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Ja. Keine neue Kollektion. Aber es gibt bestimmt noch genug anderes da, was... Ja. Achso, ich war ja jetzt hier, ich bin schon wieder am Beantworten vom Chat. Also ich wollte nur sagen, wir haben hier diesen Livestream gemacht, zum ersten Mal so ein Gaming-Stream. Wie es geworden ist, kann ich nicht sagen. Das könnt nur ihr sagen. Ich werde es mir auch nicht angucken im Nachhinein. Ja, und wie hat es dir gefallen, Johnny? Ganz gut. So, danke für diese Antwort. Dann fragen wir mal Simone, vielleicht kann sie ein bisschen mehr dazu sagen. Wozu soll ich das sagen? Oh, eine, ich habe hier gelesen, ich dachte, ich muss irgendwas beantworten. Wie dir der Stream gefallen hat? Also Gaming ist ja nicht so mein Thema, deswegen ja, habe ich mich ein bisschen zurückgezogen und war nicht von Anfang an dabei. Ja, wir hatten aber viele Zuschauer, muss ich echt mal sagen. Viel mehr, als ich gedacht hatte. Ich weiß nicht genau, wie viel es war, das sehen wir dann später. Doch, ich glaube, zu Spitzenzeiten waren es 800, wurde mir schon berichtet. Holler, ja, das ist viel. Ja, so, und wir haben heute den 1. Mai und hoffen dann morgen auf gutes Wetter und ein schönes, langes Wochenende. Mal sehen, was daraus wird. Das ist eine Stelle für den Vlog. Wart ihr mal live dabei, wenn wir hier... Da haben wir schon öfter schon was für den Vlog ganz sagen. Besonderes. So haben wir jetzt noch 10 Minuten, dann haben wir die 3 Stunden rum. Oha. In Kiel waren wir auch schon mal, jawohl. Auch auf dem Konzert. Ey, wir haben kein Rocket League mehr gespielt, ich. Aber was ist denn jetzt? Ach so, irgendwas umgeschaltet. Jetzt habe ich das mal auf groß gestellt. Jetzt sieht man mich nicht mehr. Oh, egal. Ja, ob du bist auch da. Merch rausbringen, fragen auch ganz viele. Und ich finde, es ist immer, man muss auch die zündende Idee haben, nicht nur, was man irgendwie für ein Design, Druck oder was weiß ich, sondern auch den Gegenstand, der muss auch irgendwie passen, den man dann als Merch rausbringt, oder? Das habe ich gerade nicht zugehört, weil ich gerade da was gelesen habe. Ja, es fragen ganz viele, ob wir Merch rausbringen und deswegen denke ich, man kann nicht irgendwas. Ach so, das habe ich vorhin auch schon mal. Nein, man nein. Muss so. Irgendwas haben, was zu einem passt. Genau, wir müssen erstmal dafür eine Idee haben und ich. Es lohnt sich wahrscheinlich auch noch gar nicht. Also. Wann habt ihr Geburtstag? Simone hat am 20. Oktober Geburtstag, ich am 3. März. Und John am 18.04. Hm? Ja, schön, dass du meinen Geburtstag meinst. Könnt ihr mal bitte Over... Was ist das? Overwatch. Oh, Overwatch. Kenne ich gar nicht. Hatsch, hast du das?
Ich hab's nicht mehr, ich hab's gelöscht. Könnt ihr mal eine Roomtour oder eine Haustour machen? Oh, gibt es schon von uns, ne? Das genau. war eine der ersten Vlogs waren das. Es gibt zwei Vlogs darüber. Genau, gebt einfach mal ein bei YouTube Stefan und John und Roomtour oder ja, Roomtour. Es hat sich bei uns gar nicht so viel verändert. Das kann man sich natürlich noch angucken. Was steht da gerade? 1 Euro von Pixel Game gespendet und 1 Euro von Marc und 5 Euro von Patrick. Achso, das sehe ich gar nicht. Ja, ich habe das haben wir echt vernachlässigt, uns dafür zu bedanken. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das steht hier. Vielen Dank auch an Fabio, Zocker, Jojo. Ja, an Jane. Oh mein Gott. Wann war das? Habe ich da schon viel? Da habe ich schon ein bisschen bedankt. Ach so, gut. Alles klar. Herzlichen Dank für das Ganze. Ich habe das nicht gesehen. Ich dachte, das steht immer hier. Kennt ihr Flug der Karibik, Stefan und John? Die Filme? Selbstverständlich, oder? Wer kennt sie nicht? Völlig genial. Also, ich muss mal sagen, früher hat mir ein Arbeitskollege, als diese Filme anfingen, davon berichtet und ich hasse Filme mit Klamauk und wenn so Filme, Actionfilme mit die witzig sind, ich hasse es wie die Pest. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, guck mir sowieso nicht an den ganzen Mist. Aber dann habe ich dann irgendwie doch eine Arbeit angefangen und ich muss sagen, dass mir diese Mischung in diesem Falle echt gefallen hat. Also ich liebe diese, wie viele Filme gibt es davon? 4 oder 5? Wir haben sie alle. In Amelinghausen in der Nähe von Soltau waren wir noch nie, aber denn Ort ist mir natürlich ein Begriff. Marie empfiehlt dir, John, hol dir Animal Crossing. Hat sie mir schon oft empfohlen. Empfohlen, okay. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich würde schon. Thomas, deine Frage haben wir schon beantwortet. Vielleicht warst du gerade nicht da. Die Musik aus den Vlogs kommt von... Wie war das nochmal? Entschuldige bitte. Sollst du gerade sagen? Von der YouTube-Musikbibliothek. Ach, ja. Oder aber von YouTube gibt es einen Kanal, der heißt... No Copyright Vlog Music. Und da kann man sich die runterladen, muss dann nur den Komponisten, guck immer dahin zum Sprechen, den Komponisten nennen und dann kann man das in seine Vlogs einbauen. Hängt da am Schrank was von den drei Fragezeichen? Welchen Schrank? Doch, du hast das ist, achso, das ist unsere Tür, ja, genau. Das ist ein Aufkleber. Den haben wir mal gekriegt, weiß ich auch nicht. Entweder bei einer CD, die da mit dabei war, oder auf dem Live. Was ist mit der Filmsammlung? Habt ihr in dem Schrank hinter euch eine Filmsammlung? Hier? Das ist eine DVD-Sammlung. Also hier, genau, da die ist DVD, das sind eine CD. Ach so, ja, meine ich auch CDs. Genau, das sind CDs. Da sind sie ganz zu sehen. So. Ja, wann der nächste Vlog kommt, also... Nächste Woche irgendwann. Ich würde sagen, wir schaffen echt immer nur einen Vlog pro Woche. Wie gesagt, neben der Arbeit und diesen ganzen Kommentaren, die wir beantworten, das ist zeitlich wirklich alles schon sehr ausgereizt und mehr als ein Vlog in der Woche geht wirklich nicht. Es sei denn, du hast frei und ja, ja. Ein bisschen mehr Zeit. Kennt ihr Mandalorian? Ja, das kennen wir. Fand ich auch echt ganz gut, die Serie. Haben wir schon durchgeguckt. Junge, du hast einen Tag vor mir Geburtstag von Jesse Jellmann. Geht das so schnell, Freunde? Skyline Park waren wir noch nicht. So, was macht mal Johnny da? Ich kann mal wieder rumschalten. Kennt ihr Bud Spencer und Terence Hill? Ja, also wir beide kennen das natürlich. Wir sind damit aufgewachsen, würde ich mal sagen. Ja. Und ich fand das immer so doof, muss ich mal sagen. Also ich fand die Filme immer, die Musik war immer gut, aber die Filme waren doof. Ich fand die Filme waren nicht doof. Das war früher einfach ganz... 5,49 Euro von Tobex. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Feier euch richtig, mach weiter so. Danke. Vielen Dank. Was ich sagen wollte mit Bud Spencer, das ist einfach damals zeitgemäß gewesen. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem wieder mal mir einen Film angeguckt von denen. Vier Fäuste für den Halleluja hieß der, den ich früher total lustig fand. Und ich muss sagen, das ist heute nicht mehr so rein. Nein, das ist Klamauk. Ja, aber. Könnt ihr mal Star Wars Battlefront spielen? Oh, das finde ich auch genial. Ich habe schon durchgespielt. Ja. Ja, wir werden, also ich glaube, wenn das jetzt hier qualitativ von den, ich gucke mir da mal so ein paar Stichproben an, gut geworden ist, dann machen wir das jetzt öfters. Aber ob das immer dann 3 Stunden wird, ich glaube, das halten wir nicht durch. Dann werden wir nicht mehr alt. Könnt ihr mal ein Video machen, wo John mit Stefan 1-2 Flip spielt? Von
nee. Da ist nicht wahrscheinlich gleich. Unterhalb. Was ist das? 1, 2, 3. Ach so, mit dem Bewegen die Sachen da. 1, 2. Ach so. Ich finde eine coole Idee eigentlich. Ja, ist es ja auch. Aber ich meine halt. Ich schreib's mal auf. Das ist auch das vergessen. Das, ich weiß ja, ob es so gut ist für ein Stream. Ich grüße euch, einer eurer größten Fans, Finja aus Lachendorf. Rico oder Finja, viele Grüße zurück. Wie alt seid ihr? Das wird schon tausendmal gefragt. Ich habe gesagt, ich bin 52, John ist 12 und ob Simone es verraten will, weiß ich nicht, weil das Frauen ja nicht so... Das ist, ich muss immer jedes Mal überlegen, ja. Das ist mein Problem. Ich vergesse das. Du hast gesagt, 46 vorhin. Genau, 46 bin ich. Lieblingsfilm. Was ist mein Lieblingsfilm? Das ist ganz klar zu beantworten. Terminator Teil 2. Da ist das Plakat sogar an der Wand, kann man sehen. Darf ich das mal tragen hier? Soll ja, hol mal her. Und ich habe auch von einem Arbeitskollegen, also richtig genial hat er das gemacht. Das fällt runter, pass auf. Ja, ich hab's in der Hand. Der hat mir mit seinem... Das gehört dazu. Ja, das kann man so draufstellen. Mit seinem 3D-Drucker dieses Endoskelett hier oder den Kopf vom Terminator gemacht. Also Hammer, ich, oder? Ach, das, weißt du was? Ich habe auch ein größeres. Das ist mein Lieblingsfilm, also muss ich mal sagen. Hammer. Kommt auch keiner der anderen Terminator-Filme dran. Und bei Simone? Oh, ich habe gar keinen Lieblingsfilm. Ich bin ja nicht so der Filmegucker. Habe ich nicht. Also. Du hast den Kleinen, musst du auch irgendwann mal zeigen. John hat den Kleinen. Genau. Auch von meinem Arbeitskollegen. Der hat so einen 3D-Drucker. Tolle Sache. Mhm. Könnt ihr mal bitte Just Dance spielen? Oh, nee. Jo, natürlich. Ja, schrei nicht so. Das spiele ich ja öfter mal mit John. Also, nicht mehr. Nee, weil du bist so gut da drin, John. Also da habe ich gar keine Chance. Und das... Es macht aber total Spaß, aber das würde ich nie öffentlich spielen. Ja! Ja! Nicht so laut. Ich hab Tor geschossen. Guck dir das an. Das Spiel machst du, das ist ein guter Spiel. Guck dir das an. Boom, die ganzen Online-Spieler verarscht. Haus des Geldes, die Serie, sagt mir was. Guckt auch eine Arbeitskollegin von mir und empfiehlt mir das immer, aber... Guck, da das ist cool. Ja, ich komme da nicht dran. San Andreas, hat einer, ob ihr das kennt, San Andreas? Ja, kennen wir, das ist der Film ist gut. Das war, also, ja, das ist gut. Gibt auch einen Film, der so reicht. Ach so, das ist ein Film. Was ist denn jetzt los hier? San Andreas ist... So, Zeit läuft. Ja. Ne? Hm, was mag Simone überhaupt, fragt hier jemand. Das fragen wir auch. Die ist ja nur am Rummeckern. Meine Bücher, meine Bücher mag ich. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ein paar Sekunden, ne? Ja. Also die ganzen Vorschläge von den ganzen Spielen, Mario Party haben wir glaube ich gar nicht, oder? Das werden wir uns alles, also wir machen, wir versprechen, ich wiederhole es nochmal, wir machen das öfters und es wird immer andere Spiele geben. Und wenn es okay war mit den Fragen beantworten hier zwischendurch, oder wollt ihr einfach nur Gaming haben, dann machen wir im Gaming-Stream nur Gaming und beantworten nichts, keine Ahnung. Was müsst ihr mal schreiben, nicht unbedingt jetzt, könnt ihr auch so mal ein Feedback geben. Was spielt ihr heute noch? Fragt Salty. Ich spiele persönlich heute gar nichts mehr. Na, also im Livestream spiele ich heute auch nichts mehr, sonst keine Ahnung. Also. Also, okay. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt. Das freut mich, dass viele jetzt schreiben gerade. Das ist ganz. Was war dein Lieblingsfilm? Was haben wir nicht gesagt? The Fly. Der erste Teil. Die so. Fliege, ein alter Film, ja, okay. Ja. Es freut mich gerade, dass ich hier lese, dass es, danke für die Glückwünsche zu 3 Stunden, dass es euch 3 Stunden lang geschafft. Gefallen hat. Jetzt genau. Glückwunsch, dass ihr das 3 Stunden lang ausgehalten habt. Genau, dass ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt. Deswegen hat der Merlin, der bei uns die Telekom-Box gewonnen hat, mal im Heidepark, der ist auch gerade da. Ja. Ich hoffe, die Telekom-Box, wie hieß sie nochmal? Ah, Magenta. Nee. Ich hoffe, sie leistet dir treue Dienste. Ja, dann würde ich jetzt sagen, nach diesen 3 Stunden, ihr habt tapfer durchgehalten. Wir haben auch, kennst du das Bier, Nick? Ach, hör auf, der Idiot. Gut, so. Wir feiern den Maibaum. Die Fliege ist doch ein Horrorfilm. Ja, da gibt es eine alte Version von, in Schwarz-Weiß. Völlig genial. Schwarz-Weiß von den Nissen. Und da gibt es eine neue Version von, wie gesagt, das war früher auch mal, glaube ich, am 16. der Film. Aber wenn man so die 80er Jahre Filme guckt, das ist nicht mehr ab 16, das ist einfach alles. Boah. Alles klar, ne? Oh, das schieße ich ein Tor. Guckt jetzt einfach mal. Papa. Ja. So,
dann. Jetzt muss ich mich mal konzentrieren. Jetzt muss ich nämlich was bedenken. Das hat mir gerade hier unsere Technik noch mal wieder gesagt, die auch 3 Stunden durchgehalten hat. Genau. Und ich hoffe, da liegen steht auch ein paar Schweißtropfen auf der Stirn. Aber die Stimme ist geschonter. Ja, genau. die Star Wars Saga. Das ist noch voll Bock, jetzt ist mal gut. Also freut mich sehr, dass ihr so gut mitgemacht habt, dass ihr so viele Fragen im Chat gestellt habt und auch die Fragen 50 Mal gestellt habt, vielleicht bis ich sie endlich mal geantwortet und gesehen habe. Und ja, und abschließend noch sagen zu The Dog World, kennst du das Malbock-Bier, das knallt? Ja, das kenne ich. Und macht euch noch einen schönen 1. Mai. Schönes, ja, schönes Wochenende. Bis zum Weiteren. Wenn euch dieser Livestream gefallen hat, könnt ihr den ja natürlich liken, uns abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Ich muss jetzt diverse Sachen beachten, also genau, das wird nicht so einfach. So, also. Das muss ich nicht. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wir hauen alle ab hier. Ciao, ciao. Ja, schon wird man wieder alleine hier. Ja. Schon, ich meine Ruhe. Okay. Tschüssi.